Da sind wir und wir spielen Grounded. Ich versuche jetzt gerade erst nochmal die liebe Gnu und Pia mit in den Discord zu bekommen. So, seid ihr bereit? Ja. So, ich glaube, das letzte war noch irgendeine Batterie, die wir irgendwie noch holen mussten, ne? Fuck. Ich weiß gerade auch nicht mehr, was war nochmal. Ich bin mit Simi unten. Und wir müssen jetzt noch eine letzte Batterie holen. Die Sicherung. Genau. Genau. Ja, genau, die Sicherung. Perfekt. Ich bin gleich da. Und da gab es so ein. Oh Mann, ich muss gleich mal gucken, dass ich nicht sterbe. Da gibt es so eine. Die letzte Sicherung ist hinter. Ja, hinter Glas. In einem Gebäude, glaube ich sogar. Oder man muss irgendwie anders reinkommen. Wir können ja gleich mal zusammen gucken, Gnu. Oh Gott, ich habe keinen Bock auf Spinnen. Ach, ich habe auch keine Möglichkeit immer noch. Wir brauchen ganz dringend kniffliges Werkzeug. Kräftiges. Ja, müssen wir. So. Du machst weiter die. Das Dorf, klar. Ich würd da weitermachen, okay. Wenn das okay ist. Ja, klar, ja. Weil ich hab, oh Gott, da hinten bewegen sich Dinge. Hört auf, euch zu bewegen. Ich höre irgendwo einen Floh. Stimmt, der war. Oh, hier hat's ja noch Heilung, den wir ganz übersehen. Und eine Note. Ich habe leider schon wieder vergessen, wo genau nochmal die Sicherung war, aber. Oh ja, okay. Also ich kann dir, ja, du bist gerade nicht da genug, oder? Weil dann könnte ich es dir mal zeigen. Ja, ich komme. Ich müsste mir eigentlich so eine Rüstung vielleicht aus findest Arbeiten du ja tragen. Irgendwo einen Eingang. Ich glaube, du hast sie letztes Mal irgendwie gefunden. Ich habe sie hier, nur sie sieht aus, als würde man nur reinkommen, indem man diese Röhren durchschwimmt. Okay, ich glaube, ich habe sogar einen Eingang gefunden. Du musst auf jeden Fall einfach rausschwimmen und dann runter. Genau da. Hier, ja. Die? Und wenn du links dran vorbeigehst, müsstest du sogar. Oh Mann, ich glaube, ich sterbe jetzt. Wie aktiviere ich die? Ah, fuck. Ach so, ich da glaube, muss man du unten musst in die Röhre rein, links. Ne? Röhre links? Ja, du siehst, dass man da von der Röhre irgendwie reinkommt. Okay, ich gehe nochmal kurz zu dem Blubberbläsle. Warum stimme? Okay, ja, da muss man irgendwie reinkommen. I see. Ich schnapp nochmal kurz Luft. Ja, ich bin auch gerade. Am Luft holen. Und du meinst, wir müssen links gehen? Ich hab's wie gesagt noch nicht ganz checken können, weil man hat ja immer nur so wenig Luft. Aber ich glaube, dass das die Lösung ist, ja. Okay. Ich versuch's mal. Okay. Nur du hast ja wenigstens Licht. Dann siehst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ach so, ja, ich komm dir. Nee, mein Licht ist auch weg. Okay, man kann über diese Röhre reinschwimmen. Okay, ich komm. Ich glaube, ich kann das Ding sogar gleich einschalten. Ich weiß noch nicht, ob ich überlebe. Weil ich nicht Simon, mehr so viel Luft habe. Nicht sterben. Solange ich den dummen Button drücke. Komm schon, Simon, recht sein. Ich sehe dich. Kannst du mir auch sagen, ob ich falsch schwimme? Nee, leider nicht. Du musst, glaube ich, unten lang. Was war das? Du hast irgendwas eingesammelt. Ja, genau, runter lang und dann nach. Ja. Ah, ja, geil, ja. Okay. Super, Simi. Ja, aber jetzt kann ich hier nur sterben, oder? Ich glaube, ich komme hier nicht weg. Gibt's hier keine Blubberblasen drin? Nee. Oh nein. Oh, powerless ant. Das sind, glaube ich, alle an, ne? Ja. Ja. Ah, oh, verdammt. Geilo. Okay, ich sterbe. Du stirbst an den guten Zweck. Nee, ist so. Ich finde, es hat sich gelohnt. Oh. Sag doch das nicht. Da bin ich ja so, wieder. Vor dir sogar noch. Es ist versperrt. Können wir hier noch irgendwas drücken, tun, machen? Was bringt es jetzt, dass die Dinger an sind? Tja. Vielleicht ist irgendwo was anderes aufgegangen. Den Schalter kann ich nicht betätigen, nämlich. Das ist, scheint da noch irgendwas, da fehlt noch was, oder? Da ist noch so ein zweites Zeichen. Genau, da hinten ist so ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich schwimm da mal kurz hin. Da steht ja, erspähe eine Kreatur, stelle Schleifsteine oder Beschichtungen her.
Da oben. Ah, das ist hier offen. Komm mal hierher. Ja, ich will gerade noch meinen Rucksack mit einsammeln. Der müsste hier noch irgendwo liegen. Wow, Simi! Was ist los? Ist das eine Spinne? Uch. Aber das wirkt... Ist das eine kleine Spinne oder bin ich einfach nur sehr weit weg? Pia, ich glaube, du kannst sogar jetzt von oben reinkommen. Oh, oh, sorry Leute, mir ist das Mikro umgefallen. Ognu, bist du durch diesen... Ach, das geht auf! Ja, genau. Okay. Ich warte mal kurz hier auf dich. Oh, Luft. Geil. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, oder? Das, ach, ist wieder hier. Das ist einfach nur dasselbe. Aber da, was sollten wir für eine Kreatur erspähen? Nee, ich glaube, das ist was ganz Altes. Also zumindest diese beiden Geschichten mit dem Schleifstein und der Kreatur ist von Anfang an steht es hier. Hier geht's weiter. Hab das irgendwie noch nie. Hier geht's weiter. Ja, okay. Ich würde die aber gerne mal weghaben, diese beiden To-Dos mit der Kreatur und den Schleifstein. Aber ich weiß glaube, nicht, dass wir... Wo ist denn das? War das schon die ganze Zeit, ja, da? Ja, das ist seit Stunden. So. Okay. Brussels Sprouts. Brussels Sprouts? I'd give them a try. Okay, was ist das hier? But a guy's gotta do what it takes to look good. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Hilfe, ich brauche ein Licht. Können wir das uns irgendwie bauen? Hast du nicht so eine Lampe? Whatever it takes. Du hattest doch so eine. Ausgegangen. Ah, warte, ich guck mal kurz. Ich habe nur eine Fackel, aber die bringt im Wasser auch nicht viel. Ich weiß halt nicht, ob die das halt was bringt. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns das bauen. Aber können wir das uns überhaupt schon bauen? So, wo ist denn die Werkbank? Da. Lass mal lurken hier. Kann ich das bauen? Ja, kann ich. Eine Schleimlampe. Ich mach mal zwei für uns. Cool. Das ist aber nett. Ja, okay. Ich bin lieb. Sag, dass ich lieb bin. Ja, ja, natürlich die Liebste. So. Hier einmal und hier für dich. Hammer. Endlich Let's Licht. Go. Falsche Richtung, oder? Da lang, ja. So komisch, dass wir irgendwie Wassergeräusche machen beim Rennen, obwohl ja eigentlich gar nichts hier mit Wasser... Ich gehe mal kurz hier lang, weil hier ist auch, glaube ich, irgendwas. Nee, ist zu, okay. Dann gehen wir hier runter. Okay. Da unten geht's rein. Oh nein, ich hasse sowas. Hm. Das war's? Nee, da geht's noch weiter. Hier geht's weiter, oder? Ja. Ah? Ja, da geht's weiter. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Wirklich, da krieg ich Panik. Diese engen Gänge oder, und das ja. Gerümpel. Das erinnert mich an so ganz viele Katastrophenfilme. Es gab ja auch früher, gab es so eine Zeit, da sind ganz viele Katastrophenfilme rausgekommen. Ah, hier Spinne, Unterwasserspinne. Einfach so aus dem Nichts. Und er war, kennst du zufällig, wo dann so auch Leute in einem Schiff, was sich irgendwie auf die Seite dreht oder umkippt und dann versuchen die da durchzukommen? So der klassische, ne? Klassische Katastrophenfilm. Ja. Ekelhaft. Ja, da muss ich gerade dran denken. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior, I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Das ist einfach so eine Rede von so einem Präsidenten, weil das so nachhalt. Ja. I have a dream. Es ist wirklich so, yo. Biodom, Automatikmodus. Irgendwas neu starten. Neu starten. Keine Ahnung wo, wie.
Haben wir irgendwas, irgendeine Quest auch nicht? Ich habe so viele Quests. Ich habe irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, bei mir sind auch so 1 Million Sachen stehen da oben. Ah, hier, guck mal, da müssen wir hin. Nein, da waren wir gerade. Hier ist doch irgendwas. Also irgendwo ist einfach wieder wahrscheinlich ein Button oder ein Hebel. Aber hier waren wir schon. Was steht da nochmal genau? Biodome Terminal neu starten. Oh, hier sind Gegner. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hilfe, Simon? Ja, ich sehe es. Aber hier kamen wir her, ne? Ich spiele gerade Fable. Das finde ich gerade sehr passend, weil ich da auch sehr viel auf Leuten rumhacke. Ey, hat das jemand mal... Ist das noch euer oder ist das schon zu alt für euch? Ich meine, 2004. Fable. Wie heißt es? Fable. So ein ganz altes... Ja, Fable. So ein ganz altes Rollenspiel. Gibt es 3 Teile für die Xbox. Ah, interessant. Da seid ihr dann schon zu jung für. Das ist so ein ganz klassisches Rollenspiel. Du kannst gut oder böse sein in so einer kleinen Fantasy-Welt. Alle haben Angst vor dir, wenn du böse bist. Und dann deine Figur verändert sich auch. Kennst du das Suffering? Suffering kenne ich, ja. Also so wie das, oder? Das Prinzip. Suffering? Na, nicht wirklich, nee. Also halt so ein Fantasy-Rollenspiel. Oder ich verwechsel dein Spiel gerade. Ist Suffering nicht so ein Horrorspiel? Genau, aber da hast du ja auch die Entscheidung, gut oder böse zu sein, je nachdem, haben die ja Respekt oder nicht. Ich verstehe, okay. Ja, doch, der Aspekt ist auf jeden Fall ähnlich. Aber ansonsten ist es halt... Fable, ich habe verstanden, Table. Ja, Fable, sorry, ich bin heute sehr früh aufgestanden, mein Mund ist noch nicht ganz fit. Nee, es war gerade nur so laut wegen dem Kampf, deswegen hinter dir, Simon. Fable können wir es auch nennen, Fable. Fable, doch, das sagt mir natürlich was. Ja, okay, weil das ist total schön, ist mir aufgefallen. Sagt mir gerne, wann ihr wieder zurück seid. Ich bin nämlich nicht in der Basis, weil das ist ja in dem Vogel, in dem Jagdspinnen-Territorium. Ich habe unsere Basis aufgegeben. Echt? Wirklich? Du hast hier den Kampf deines Lebens geführt, während wir über Belanglosigkeiten reden? Nö. Ich stehe auf einem Stein und töte Flöhe. Es gibt was zu essen, wenn ihr nach Hause kommt. Okay. Oh, süß. Aber die Basis wird woanders hin verlegt, meinst du? Nee. Ich baue die auch fertig, okay. Aber ich habe noch nicht die Decken fertig. Und wenn ich da stehen bleibe und wir nicht schlafen und diese Jagdspinne kommt da nachts vorbei, weil das auf ihrem Pattern ist, ohne Decke, dann sterbe ich einfach. Deswegen ist das nachts, ist das hier zu Hause. Ja. Also... Wir beeilen uns. Ich glaube, wir haben es. Genau, wir haben eigentlich nicht mehr so viel. Wir müssen nur diesen Reaktor immer noch anmachen, oder? Glaube ich. Ja, ich glaube, hier oben. Der sieht doch hier sass aus. Und dann müssen wir hier auch nie wieder hinkommen. Nee, nie wieder. Ich hasse diese Gegend. Okay, magst du drücken, Steamy? Geil, ich darf den Knopf drücken. Drück. Push the button. Warum ist die Musik so, als würden jetzt gleich extrem viele Gegner auf uns zukommen? Oh, hab ich Essen dabei? Ich hab gar kein Essen. Ach, magst du? Ich hab was. Oh, doch, ich hab. Nee, ich merke, ich hab noch. Läusebraten hab ich noch. Oh. Okay, also das haben wir jetzt gemacht, oder? Hier. Ja, ich glaube, jetzt könnten wir nochmal zu dem Computer zurück. Und schauen, was da passiert. Und viel mehr haben wir gar nicht. Was läuft denn hier für eine weirde Musik? Da läuft irgendwo, läuft da so Gabba. Ah genau, da müssen wir noch runter, glaube ich. Da gibt's noch was, oder? Ja, Science. Aber wir müssen auf jeden Fall auch nochmal... Hier geht's auch noch weiter, schau mal. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal zu dem Computer, glaube ich. Ja, machen wir das erstmal noch. Ja, Moment, ich will nur kurz schauen, ob was hier Tolles ist. Teichluke. Ach so, ist einfach eine Luke. Um rauszukommen. Zu welchen meinst du? Zu welchen PCs? Da, wo dieser am Monitor standen ja diese Aufgaben und der letzte war ja diese Reaktorgeschichte und die haben wir jetzt gemacht, deswegen glaube ich, man kann da noch was drücken oder so. Bevor wir nochmal zurück müssen, würde ich es lieber einfach machen. Fischte Botten. Weiß ja, wo wir jetzt überhaupt lang sind. Geht's hier unten lang oder? Hey, alles gleich für mich. Ah, hier kamen wir her. Ja, okay, jetzt. Genau, sind die Footsteps, vielleicht müssen wir den Fußschrittchen, vielleicht sind da noch irgendwo Fußschrittchen, die wir vor. Ich glaube, wir haben ja alles gemacht, ich glaube, wir müssen jetzt weiter. Simi. Ich wundere mich nur, dieser eine PC, wie gesagt, wo die Info drauf stand. Bist du sicher, dass wir da nicht nochmal hinwollen?
Das wirkt auf mich. Den meinst du? Naja, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, wir müssten da noch irgendwas drücken oder so. Irgendwas bestätigen. Haben wir denn. Wir haben ja noch gar keinen Abschluss bekommen, sozusagen. Hier, genau, ich stehe vor dem Rechner. Hier steht Biodom-Terminal neu starten. Ich dachte, das hätten wir jetzt schon gemacht. Ja. Ich bin auf jeden Fall an dem Rechner. Und ja, hier steht tatsächlich Biodom-Terminal neu starten, Biodom-Automatikmodus. Teichluke, Biodom-Zugangsrampe. Also eine Sache hier scheint noch zu machen sein. Zu machen, zu sein. Okay, echt? Ja. Oh shit, was sind das für Geräusche? Aber wir haben das doch eben neu gestartet. Ich komme noch mal kurz zurück. Hier ist nämlich der Ausgang, weißt. Ja, ich versuche, ich schwimme gerade noch mal durch diese zerstörten. Ich habe den Superchip eingesammelt. Oh, das ist doch gut, ne? Die sind doch super wichtig. Genau, wenn... Ihr habt den Chip doch gerade eingesammelt, sagt der Chat. Ja, dann haben wir scheinbar alles, aber am Rechner steht, wie gesagt, immer noch so eine Fehlermeldung. Vielleicht muss ich kommen, weil ich ja den Chip hab. Ach, weiß nicht, ob das so... Ja, aber ja, versuch's doch mal. Ich komm mal kurz. Ich bin hier eh noch... Ich weiß gerade nicht mehr, ob das bei dem Game so war, aber ich glaube schon. Alter. Mir ist immer so ein bisschen unklar bei dem Spiel, was man jetzt schon erledigt hat und was nicht. Geht mir auch so. Ich muss da nochmal durchschwimmen jetzt, gell? Also wenn du... Ah, okay, ich sehe schon. Du, kommt der da aus. Rausgeschlüpft. Genau, geh du ruhig schon mal. Wohin muss ich denn, Simon? Ich hab mich verlaufen. Hä, da wo du gerade hergekommen bist. Schwimm mal zurück. Ich bin stecken geblieben, Simon. Du hast dich, glaube ich, auch einfach verschwommen. Aber du musst da, wo ich bin, wo du eben... Genau, und hier ist der Rechner und hier steht immer noch diese Geschichte. Genau, und in so einem Rechner müssen wir jetzt. Ja, da war ich aber eben schon. Was wir nochmal... Also wir haben den Rechner hier wirklich komplett neu gestartet. Also wir haben das eigentlich schon gemacht. Ich kann da auch nichts pressen. Ja, dann gebe ich es auf. Nehmt die rote Kugel bei der Kuppel mit, sagt der Chat. Also wir müssen anscheinend wieder zum Roboter in dem anderen Labor und denen den Chip geben. Okay. Also wenn der Chat uns jetzt sagt, hier ist ja, es dann jetzt wird das stimmen. Dann gehen wir jetzt, weil ich will den nie wieder zurück. Ja, noch eine Sache, die sagen, wir sollen den Muskelspross mitnehmen. Das ist das kleine Ding in dieser Kapsel. Aber hier. Wie kriege ich das da raus? Ja, ne, das ist eine gute Frage. Also lieber Chat, wenn ihr nicht wisst, wie, ansonsten... Man macht uns nicht scharf drauf. Genau, aber scheinbar ist das irgendwas zum Mitnehmen. Man muss nur doch irgendwas drücken können. Ich finde halt, die Sachen sehen alle so aus, könnte man sie drücken. Ich will das da drin. Ich versuche da mal hinzuschwimmen. Nee, also ich bin jetzt irgendwie wieder draußen gelandet. Ach, da ist in einem eigenen Bereich. Ja, und das heißt, wie komme ich da rein? Wenn die Kuppel offen ist, dann habt ihr es fertig. Der Muskelspross ist da, wo der Chip war. Okay, wir haben ein bisschen was erreicht, scheinbar. Ach, da, wo der Chip war. Ach, ich komme hier so nicht zurück. Okay, warte mal. Ich muss da, glaube ich... Ah, warte mal, dann gehe ich da nochmal hin. Vielleicht haben wir den auch eingesammelt und gar nicht geschnallt, dass wir den eingesammelt haben. Ich glaube gar nicht, muss ich denn nicht da weiterschwimmen? Nee, ich glaube, da gehe ich wieder zurück. Ach so, oder? Der da in dem Gefäß ist, den bekommt man laut Chat gar nicht. Aber es gibt diese Muskelsprösse wohl zum Einsammeln. Okay, okay. Hm? Oh. Aha, Raucherlunge. Was ist eine Raucherlunge? Ja. Um rauszukommen. Ja?
Verlaufe ich mich hier immer wegen dieser Kackspinne? Mir geht's genauso, mir geht's genauso, ohne Scheiß. Ich bin schon wieder da, wo dieser Computer ist. Wegen dieser Spinne, weil die einen so stresst. Ah, hier. Ich hoffe jetzt, dass das richtig ist. Okay, wir haben tatsächlich alles gemacht. Biodom, okay. Aber wie komme ich denn nochmal dahin, wo dieser blöde Kern war? Da war doch dieser Kern. Ich verstehe nicht, wie ich da hinkomme. Mit diesem, du meinst innerhalb des Labors oder meinst du außerhalb schon? Genau, das Große, da wo wir... Da wo es so hoch geht, dann ist ja der Computer. Ja, da war ich gerade, da bin ich gerade. Aber genau, da ist nicht viel. Guck mal oben, ob da noch irgendein Chip oder sowas liegt. Also laut Chat haben wir den eingesammelt. Den Muskeldings da auch? Nee, den Muskeldings können wir wohl nicht einsammeln. Ey, ich weiß es auch nicht, aber die Leute sagen, wir können den nicht einsammeln. Hm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir. Kommen jetzt auch nicht mehr weiter, ich finde es nicht mehr. Aber ich wäre gern wieder in diesem Labor, weil man dort nämlich... Ich bin in diesem Labor, was soll ich machen? Da kannst du rausschwimmen. Da kannst du quasi weitergehen und dann kommst du raus beim Teich. Ja, okay. Man müsste sich so einen Weg legen können. Weißt du, irgendwie so kleine Markierung oder irgendwas. Ja, aber ich habe mich jetzt auch voll verlaufen. Okay, ich habe es jetzt rausgefunden, aber das wird dir nicht helfen. Aber ich gehe schon mal zu unserer Basis zurück. Ah, ich hab's. E-Hops. So, hier. Guck noch mal kurz oben, ob da irgendwas ist. Hör doch diese komische Musik jetzt an. Naja, also ich kann ja auch nichts mehr machen. Ich habe auch alles eingesammelt, was hier rumlag. Du hast alles getan. Die rosa Knollen. Es gibt, ach gibt so, nicht mehr. Die rosa Knollen kann ich tatsächlich einsammeln. Ah, Muskelpros. Oh, die nehme ich jetzt alle mit. Hm, aber ach so. Wo hast du die denn jetzt? Wo liegen die denn, dass du die plötzlich... Die liegen da außen rum alle. Ah, okay. Oh Gott. Okay, ich habe alle eingesammelt. Hey, hallo. So, kann ich dir über irgendwas helfen? Kann ich irgendwas machen? Ist dieser Baum ist zum drauf... Ah, okay, der ist zum Hochkommen. Bist du ein großer, mächtiger Spinnentöter? Nein. Rosenkohl. Also ich habe sie auch noch nicht gesehen, aber wir sind halt... Sie ist also, hier. Irgendwo, ja. Sie ist hundertprozentig irgendwo hier und das ist fucking gruselig, aber... Ich bin auch kein großer Fan, muss ich sagen. So, ich komme. Ich brauche halt Unkrautstängel, damit ich unser Haus fertig bekomme und ich finde keine Unkrautstängel. Das sind diese kleinen im Boden, ne? Diese ganz kleinen Knospen hier, sowas. Nee. Stimmt. Das sind diese hohen, dünnen, dürren Dinger und für das meiste Unkraut ist unsere Axt noch nicht stark genug. Das heißt, ich muss das dünne Unkraut finden und das ist gar nicht so einfach. Okay, aber da helfe ich gerne. Da gibt es aber sicherlich irgendwo auch ein Feld. Aber wir müssen doch jetzt zu dem Roboter. Stimmt. Und da gibt es ja ganz viel Unkrautstängel. Weil da müssen wir jetzt alle hin. Ja, und den Chip abgeben, dann machen wir das doch zusammen. Okay. Das klingt großartig. Wisst ihr, was auch großartig klingt? Nachts schlafen. Ja, sehr gute Überleitung. Was machen wir? Ja, ich komme gleich. Dann können das ist wir zusammen. Eine sehr gute Überleitung. So. I want this. So. Vielleicht vorher noch was braten? Nee. I'm not picky. Warum höre ich das immer doppelt, die Stimmen? Irgendwie hat mein Spiel einen Soundbug, glaube ich. Ich höre es aber auch doppelt. Auch unsere Fußstapper. So, I'm coming. So, schlafen. Und auf jeden Fall der Spawn-Punkt hier. Hört es jetzt immer noch doppelt? Ja. Okay, dann liegt's nicht an mir.
No joke. Na endlich. Yay. Dann ab zum Robo. Und cool. Der Tag ist ja so viel schöner als die Nacht. Und direkt wieder Hunger, ey. Ist das eigentlich alles roh, was ich hier gerade fresse? Boah, ja, ich glaube, ich bin verstrahlt. Denk dran, dein Kiemenrohr abzunehmen. Oder waren es die Schlappen? Oder irgendwas ist doch schnell kaputt gegangen, ne? Die Flipflossen waren es, glaube ich. Ich packe uns mal Sachen rauf. Ganz viel Fleisch. So, Grill ist voll. Geil. Okay. Ah ja, genau, stimmt. Das müssen wir jetzt ablegen, ne? Und wieder unsere Klamotten anziehen. Und die Schuhe auch. Dass die nicht verbrauchen. So, gut, dass du es gesagt hast. Tja. Ich pack mal diesen Rosenkohl oder was das ist, hier in die Boxen. Ich glaube, die sind wichtig. Brauchen wir später, glaube ich. Meine, ich bin, ich habe eine Spinne gefunden. Du findest irgendwie immer Spinnen, jetzt mir so. Ah, beautiful. Ich bin in dem Labor und ich bleibe in dem Labor. Okay, willkommen. Ja, okay, willkommen. Wir brauchen mal neue Truhen, wir haben schon keinen Platz mehr. Ja. Ich mache neue Truhen, alles gut. Ja, wir holen dich, willkommen. Wie bist du denn jetzt so schnell dahin gekommen, sag mal? Bist du da respawned? Ja, Nein, ich habe geschaut. Also, ich bin in dem unterirdischen Labor. Ist das das Richtige? Genau. Ja, aber da wollen wir eh hin. Das ist ja auch richtig. Ja, gut. Ja, nee, ich guck die ganze Zeit nach Unkrautstängeln. Ja, du hast recht, ne? Es gibt diese schweren Unkrautstängel. Die können wir noch nicht machen. Und ich guck die ganze Zeit nach denen und ich habe halt so ein bisschen, ja. Ich habe andere sich bewegende Stängel gefunden. Das waren Spinnenbeine. Geil. Ja, ich finde das halt auch so mega gruselig, weil ich versuche jetzt immer von Kleeblatt zu springen. Dann bin ich zumindest so darüber und sehe die Spinnen. Aber es ist halt ein bisschen wie bei Jurassic Park. Du siehst halt aus der Entfernung, wie sich die Bäume bewegen und dann weißt du, da kommt was Ungutes auf mich zu. Das macht es nicht besser. Oh, hier ist ein Wasserspender, ne? Da kannst du dir vielleicht noch was gönnen. Ja. Wo ist denn der Robo? Der ist bei mir. Okay. So, einmal füttern. Nice! Krass. Oh, Vergrößerungszellen, die brauchen wir. Können wir Äxte freischalten? Hiobs Botschaft. Ja. Jetzt müssen wir die herstellen oder vollladen. Ja. Okay. It appears the formula for the embiggening cocktail is not in my memory. It must be on one of the remaining super chips. We will need that recipe in order to fill the embiggening cell and send you home. I am sorry. It seems like the forces of nature are trying to keep you in this yard. But I believe you are here for a reason. Hold on to the empty cell for me. And when you feel ready, retrieve another super chip to see if we can piece this puzzle together. Ask away, my friend. Okay, dann würde ich sagen. Ja. Wissen wir denn, wo das ist? Ich guck mal kurz, ich frage ihn mal alles. Nee. Herstellen.
So if you are not an ominent agent, surely I have no idea. On the plus side, how can I be of assistance? Okay. How can I help you today? Dann auf Wiedersehen. Come again. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Aktualisierung. So, beschaffe den nächsten Superchip. Chip Teich. Ja? Hole dir einen nächsten beiden Schublastips, finde das Nebellabor. Wo ist denn das Nebellabor? Tja, das ist eine gute Frage. Der Chat weiß es sicher, aber wo könnte es denn sein? Haben wir schon mal Nebel gesehen? Mhm. Da hinten, oder das Weiße? Nee, das ist ein Baum wahrscheinlich. Aber schau mal hier runter zum Beispiel. Oder geht's hier überhaupt runter? Nö, geht gar nicht, ne? Ist nee, nur... das ist dann nur so, da kommst du dann wieder irgendwo oben raus, so eine Höhle. Oh, okay. Alright, Shadows. What you got now? Hier geht's ja nicht lang. Ach ja, nee, hier. Aber hier war irgendwas irgendwas war hier noch dieser zum Kack-Zahn. Finden. Genau, da hinten dieser Zahn, genau. Aber der bringt ja noch nichts. Dann brauchen wir eine verstärkte Waffe. Ach stimmt, wir können hier doch auch unsere Sachen pimpen. Wo war denn das nochmal, das Gerät? Wir konnten doch irgendwo Sachen verbessern. Ja, irgendwo so ein Computer oder sowas, ne? Ich glaube, hier war das. Hm. Yes, yes. Genau. Wissenschaftsaufgaben. Seilrutschen, Leiter... Hecke, Heißsporn. Ich würde halt irgendwo gerne mal die Sachen pimpen. Kann man die nicht irgendwo hier verstärken? Chip-Teich. Schilderset. Wir können Pollengeschütz. Der Chat sagt mir, dass wir pro Chip neue Rezepte fürs Crafting kaufen können. Genau. Aber ich wusste das nicht, aber jetzt. Ich hab schon mitgekriegt. Gebogene Basen. Schwimmendes Fundament. Dann können wir in Wasser, glaube ich, rein. Geil. Boah, das machen also das kann Welt, ich. Das kann ich Welt aber nicht. Wasser bauen ist doch geil, ne? Das kann ich nicht anklicken irgendwie. Chip-Hecke. Also, der Chat wird, der Chip wird angezeigt, ne? Übrigens auf der Karte. Also da wird einer im See noch angezeigt. Und. Wo sind die anderen? Okay, im Westen. Gibt's aber auch eh nicht genug. Möglichkeit für eine bessere Axt? Wir können ja noch nichts machen, wir haben noch nicht genug Science. Wow. Aber dann lass uns doch gerne mal dahin gehen, wo der neue Chip ist. Es gibt ganz viele. Es gibt einen Super-Tech-Chip ganz im Südwesten. Also ihr könnt am besten mal selbst gucken. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auf einen einigen. Weil also wir suchen ja schon die großen und nicht die Burglar-Chips, oder? Ja, ja. Okay, dann... Die sind im Süden, sind zwei, im Südwesten. Und ich glaube, das war's erstmal. Dann gehen wir dahin. Ja, gut. Also du meinst die Labore, ne? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier auch die, nur auf der Karte einfach. Ich sehe das eine Areal, das Runde. In der Mitte ist dieser Super-Tech-Chip und dann ganz... Genau, ganz da dieser verlorene Burg-Chip. Ich glaube, das ist der, wo wir hin müssen. Nur nicht verwechseln. Es gibt diese goldenen Chips und den du markiert hast, das ist nur der normale, glaube ich, oder? Sind das nicht die silbernen? Suchen wir einen normalen Chip oder einen Superchip? Weil wo sind denn die Superchips? Quasi, ja, östlich von dir, in diesem großen grünen Bereich. Okay, ja. Und im Süden ist auch nochmal einer, genau. Aber der Teich, Super-Tech-Chip? Ah, okay, lass uns den holen, ja. Da ist aber noch einer davor, ne? Ja, genau. Dann holen wir den erstmal. Okay, ich markiere den mal für uns. Den unteren. Jawohl. Auf und davon. Ein Journey, let's go. Oh, ich krieg einen kleinen Spoiler vom Chat. Wir brauchen eine Gasmaske. Also die sollten wir uns auf dem Weg versuchen irgendwie noch zu bauen vorher. Aber können wir die überhaupt schon bauen? Wahrscheinlich noch nicht. Ich müsste mal dieses komische, ich werde mal kurz das Rotkraut da holen und werde das mal analysieren, weil die haben ja gesagt, wir sollen das mitnehmen. Vielleicht kann man daraus eine Gasmaske machen. Das mache ich mal schnell. Oh, da stehen sie alle, die Spinnen. Die Schweine. Ja, ist ja die Joker schon einen halben Kilometer entfernt. Schon weg. Kann ich irgendwas helfen? Wollen wir irgendwas währenddessen machen, Pierre? Ja, ich versuche halt irgendwie rauszufinden, wie ich zu diesen besseren Äxten komme. Und ich habe es immer noch nicht verstanden, weil ich habe es drinnen auch nicht gesehen als Upgrade. Das heißt, irgendwie
kann man ja. Dann, und dann kann man mehr Sachen abbauen. Vielleicht nach dem Scannen jetzt. Mal gucken, wenn Gnu gescannt hat. Ja. Ich glaube, eine Gasmaske können wir noch nicht machen, oder? Wäre mir neu. Wer hat sich eigentlich gedacht, boah, lass ein Spiel machen, wo überdimensional große Spinnen der Endgegner sind? So. Ich kann den Hirnschmalz gar nicht Raw Science. Steht ungewöhnliches Objekt. Level 5. Weird. Okay, dann gehen wir mal zum Chip. Ja, Moment, aber ich sonst, bin auch noch in der Basis. Ja. Wir brauchen ja ohnehin noch die Gasmaske leider vorher. Also wir müssen genau, irgendwie noch rauskriegen, wie es geht. Genau, wenn wir die noch nicht machen können, könnten wir zuerst den anderen Chip holen. Weil es sind ja zwei Chips. Ich weiß nicht, ob die jetzt beide eine Gasmaske brauchen. Ansonsten könnten wir erst den holen, der keine braucht. Okay. Und vielleicht finden wir da das Rezept für die Gasmaske. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich baue noch mal ein paar Kisten hin, sobald ich zumindest alles dafür habe. Andere, das ist ein gemütliches Aufbauspiel. Für mich ist es ein Horrorspiel. Survival-Horror. Es ist absoluter Survival-Horror. Jedes Blatt, das sich bewegt, könnte ein Feind sein. Guckt auch immer, wenn ihr irgendwas baut, mal kurz in die Kisten. Ich habe da jetzt super viele wertvolle Sachen reingelegt. Jawohl. Okay, und drei neue Kisten neben den Zelten. Yeah. Das ist echt wichtig. Was? Und die sind alle miteinander verbunden, ja? Also alle Kisten sind mit dem Bauen verbunden, mit der Werkstatt. Ja, also es gibt einen Blasenhelm, ein verbessertes Atemgerät, das versunkene Knochen und andere, nee, ist Wasser, Glühwürmchenkappe. Leute, das hilft mir nicht, wenn ihr sagt, dass die nicht groß sind, sondern ich nur sehr klein bin. Das ändert Gasmaske, ja, wir haben sie. Ja, echt? Ja. Das ging ja schnell. Fliegenpelz. Und Baumwanzenbrocken. Was zur Hölle sind Baumwanzen? Wo finde ich denn die Baumwanzen? Wahrscheinlich beim Baum. Also sind es nicht da, einfach diese kleinen Wanzen? Also die man immer killt? Oder verwechsel ich das gerade? Nee, das sind Milben, ja stimmt. Und Fliegen, wo hat's denn die Fliegen? Die fliegen doch immer irgendwo rum. Ja, hier ist diese Mückenlampe. Und da sind auch immer Fliegen oben. Ah, stimmt. Wo war das nochmal? Hier, gell? Bogen wahrscheinlich, um die runterzuholen, oder? Nee, da kannst du hochklettern bei den Mücken. Also nein, bei dieser... ich meine, um die Fliegen zu erwischen. Genau, da meine ich, das ist bei dieser Lampe und da musst du einfach nur am Rand entlang laufen. Da war ich schon ein paar Mal. Hast du da Fliegen getötet bekommen? Ja, ja. Du kannst die, du bist quasi auf einer Ebene mit denen und kannst sie dann umhauen. Wo? Ja, bei dieser Mückenlampe. Ich weiß nur gerade auch nicht genau, wo die ist. Die ist, glaube ich, am Anfang gewesen irgendwo. Nein, da ist eine. Bei dem Rosenbett ist auch eine. Da, genau, wo also ich muss Fliegen ist. Töten und die Wanzen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige ist, aber da kommt man nicht hoch. Da müssen wir zu dem anderen Ding. Zum anderen Mückenlampen-Ding. Ja. Mückenlampen-Ding. Ja, also ich sehe auf jeden Fall jetzt hier schon Fliegen rumfliegen. Oh, ich komme nicht runter. Gnu wollen wir dann, ich weiß nicht, wollen wir mal gucken auf der Karte, wo die anderen sind? Ja. Und eine fette Spinne, komm da mal weg. Haben wir noch Fliegenfell im anderen Lager vielleicht? Ist das nicht, deswegen meine ich, ist ja alles kombiniert wahrscheinlich, oder? Also wir, wenn wir es nicht haben, dann ist es nicht da. Also, ach so, okay. Ich glaube, es ist egal, in welcher Kiste wo es liegt. Okay. Verdammt. Auf der Milchverpackung stehen Missing Children drauf. Ja, das sind wahrscheinlich wir, ne? Ja. Denke ich auch. Wo waren diese Fliegen nochmal? Die waren doch auch hier irgendwo. Ich an dem Baum. Auf der Karte und finde aber nichts. Also es die ist waren wie hier an dem Baum. Spinne! Spinne! Die besseren Äxte bekommen würden. Wie? Wir müssten einen Marienkäfer analysieren. Wo? Oh. Das heißt, wenn wir es schaffen, einen Marienkäfer zu töten, das zu analysieren. Ich habe einen gesehen, und zwar bei der Eiche.
Da, wo die Spinnen schlafen, davor das ist einer. Toll. Ja, aber davor war auf jeden Fall einer. Das klingt so super. Das klingt ich hab die Fliegending hier. Simi. Und okay, war okay. Gerade erst dunkel, warum geht die Sonne schon wieder unter? Ja, allerdings. So, hier ich komme und ich bringe eine Spinne mit. Es tut mir leid, aber ich kann nichts ändern. So wie du die Schwiegermutter mitnimmst, so. Nein, ja. Bleib weg. Alter. Hä, hier kann man was hinbauen. War das einer von euch? Bringst du ein Kleeblatt mit, Simi? Ein Kleeblatt? Nee, wohl, die, Spinne mit, die sind keine Fliegen. Ich dachte, die wären hier gewesen. Ich habe 3 Kleeblätter. In der Theorie. Wir brauchen den. Oh ja, das wäre cool. Wir brauchen den. Das wär, weil ich glaube, wir müssen irgendwas bauen, oder das war einer von euch. Wir brauchen den Kopf eines Marienkäfers. Ja. Es läuft ja gut, dann alles darauf aus, dass wir einen Marienkäfer töten müssen. Ja, also ich guck mal, da wo die Spinnen eben waren, ob da noch der Marienkäfer ist. Das klingt nach einer wundervollen Beschreibung. Nee, erzähl er ist mal. Weg. Zum Glück. Ist er woanders. Ich suche auch mal mit. Wer weiß, wer den gefressen hat, ne? Also ich sag ja nichts, aber wenn der bei den Spinnen war, dann... Ja, ich glaube, die haben friedlich koexistiert. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ein Schild haben wir auch noch gar nicht. Ne? Wir haben Wissenschaftspunkte bekommen. Raw Science. Also hier sind keine Fliegen. Oder die waren doch eigentlich hier. Also wie gesagt, auf diesem... Warten, dass das dunkel wird und das Licht angeht. Wenn ja, das wird klappen, genau. Ja. Aber bist du oben auf der Lampe, oder wie? Ja. Wir sind auf der Lampe, ja. Ja, da ist auf jeden Fall... Die kommen. Die kommen. Kommen, die kommen ich meine. In der Tiefe. Sie kommen. Kommen. Ich hätte Ringe in meinem Leben gesehen. Es gibt nicht so viel Herr der Ringe in meinem Leben. Aber das ist auch, kam das nicht auch immer im November, Dezember in die Kinos? War das nicht so ein Weihnachtsding auch mit Herr der Ringe? Ja. Schon so lange her. Es lief auch im Fernsehen auch immer. Ich sehe da hinten auch fliegen ganz viele. Bei den Blumen. Bei den lilanen Blumen da hinten im Blumenbeet. Weißt du, was zwischen uns und dem lilanen Blumenbeet liegt? Spinnen? Ein Spinnenwald. Es sind immer Spinnen. Da sind riesige Holzbaumwurzeln und unter diesen ganzen Holzbaumwurzeln sind überall potenziell Spinnen. Spinnen lieben Holzbaumwurzeln. Das ist Weltklasse. Also, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn wir erst morgen tagsüber zu dem Blumenbeet gehen. Aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber wollt ihr nicht erst die Blumen, die Fliegen holen? Genau, die hätte ich jetzt gern geholt, dann die Wanzen. Aber irgendwie geht dieses Licht nicht an. Ist ja nicht dunkel. Ja, es wird langsam. Was ist denn das da hinten, dieses gruselige, leuchtende Goblin-Ding? Alter, das ist ein Goblin-Kopf. Holy shit. Hat jemand das Spielzeug im Garten liegen lassen? Oh, ich habe letztens Goblin Slayer angeschaut, das war richtig grausig. Ist das ein Film? Ein Anime. Ein Anime? Goblin Slayer, ja. Okay. Also nicht, weil es Splatter ist, sondern einfach... Weil dann einfach absurde Dinge geschehen, wo ich mir dachte so, oh nee. Anime ist, wir lieben sie. Boah, ich habe letztens ist das so ein, diese Larve sieht böse aus. Wie hieß es nochmal? Irgendwas, das Böse kommt aus dem Meer, so ein ganz gestörter Anime, wo die Fische aus dem Meer kommen und Beine haben. Boah, das war abgefahren. Alter. Ich glaube, das war die krankeste Scheiße, die ich bis jetzt jemals gesehen habe. Das war wirklich so krank. Kannst du dich an den Anime erinnern, den wir gewatcht haben bei diesem Prime-Event, wo dieses Mädchen so ein Knie hatte, das so ein Fisch ist?
Ja! Was? Ein Fischknie? Ja, um Gottes Willen, ja. Und ich krieg's nicht mehr zusammen, welche Anime oder was das war. Aber ich träume jetzt gelegentlich von einem Mädchen mit einem Fischknie. Stimmt, das war so eklig. Das ist aber auch seltsam. Also irgendwie geht die Lampe nicht an. Jetzt glaube ich auch nicht mehr dran. Also vielleicht habe ich auch Scheiße erzählt, aber ich hätte schwören können, dass ich da oben Fliegen gekillt habe. Ja doch, auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern. Vielleicht hast du den ganzen Fliegenbestand ausgerottet. Ausgerottet, ja. Warum sollten wir auch nochmal kommen? Ausgerottet. Weiß denn jemand aus dem Chat, ob die Lampe angeht, ob wir hier richtig sind für Fliegen? Chat, wenn ihr backseaten dürft, tut ihr es nicht. Tut es. Backseated. Dann macht's keinen Spaß. Also in meinem Chat steht jetzt einfach nur alleine ein einzelnes Ja. Ich vermute, das ist eine Antwort auf deine Frage. Ich habe nämlich keine andere gestellt. Okay. Okay, ich habe noch ein Ja bekommen und ich habe den weisen Spruch, ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr wenn das Licht angeht? Okay, dann warten wir hier. Ich gehe auch mal pinkeln währenddessen. Nein. Jawohl. Och, man sieht halt auch nichts. Ich versuche die ganze Zeit hochzukommen zu euch, aber man sieht nicht, wo man hintritt. Oh, das tut mir leid. Ich gehe mal wenn pinkeln. Wenn keine Spinnen wären, würde ich dir helfen kommen. Du kannst aber... Ihr seid du über den Baum auch, oder? Baumstamm. Du musst näher an den Baumstamm und dann ist da so ein Zweig, an dem man hochkommt. Oh Licht ist an! Jetzt sehe ich auch was. Es ist sehr grell. Oh mein Gott. Ich bin erblindet. Gut, ich würde sagen, das ist an. Krass. So, wo sind die denn jetzt? Es sind wirklich keine mehr da. Alle ausgerottet. Fuck, ich meine, das könnte wirklich sein, weil ich habe hier echt ein paar Fliegen gekillt, aber das kann doch nicht alles sein. Nee, die müssen ja neu angezogen werden von dem Licht. Ja. Na, es gibt ja eh noch ein paar andere Ecken, aber tja, mehr weiß ich auch nicht mehr jetzt. Fuck. Da ist drüben bei den Rosen ist ja auch noch eine Lampe, aber da sehe ich jetzt auch nichts rumfliegen. Die kommen bestimmt. Der Chat sagt, wir sollten den Ressourcenscanner mal nutzen. Ja, kann man da auch Fliegen eingeben? Wäre vielleicht ja gar nicht mal so dumm. Also ich finde dich unfassbar mutig, wenn du da jetzt nachts runtergehst. Ich bin nicht mutig. Ah, ich glaube, ich mach das mal, weil die Forschungsstation ist nicht so weit weg. Mhm, famous last words. Ich drück dir von hier oben die Daumen. Ja, das finde ich gut. Das gibt mir Support. Ich höre eine Fliege. Da sind sie. Na endlich. Sie kommen alle. Aber wenn ich die töte, fallen die runter. Das heißt, wir müssen die Leichen potenziell unten dann aufsammeln. Die Lampe ist an, die kann ich sehen. Die Fliegen sind da. Geil. Ich habe mich noch nie so über Fliegen gefreut. Die kommen nur nicht runter, die sind so ein bisschen nach unten. Ich habe auch eine schon getötet, die ist jetzt getötet. Was ist die Spinne? Gesundheit. Was ist los? Noch eine abgestürzt. Ja, ich bin in dem Zelt und eine Spinne ist draußen. Haha, ihr habt ja doch gesagt, viel Glück. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie mich da jetzt gefangen hält. Ach, du bist in einem Spinnennetz. Nee, nicht im Netz. Nee, aber die steht direkt vor dem Ausgang. Vor dem kleinen Zelt. Die Sau, ey. Ich habe mich gerade umgedreht und guck in diese Augen. Alter. Na, es wäre so krass, wenn wir ein Team hätten, das sich helfen würde bei Spinnen. Aber dein Team besteht aus mir. Deswegen, ich würde euch auch nicht helfen. Wow. Wir müssen nachher die ganzen Leichen da unten einsammeln. Ja, einfach alles an Fliegen töten. Aber die verschwinden nicht, oder? Die Leichen. Ich hoffe nicht, aber ich gehe jetzt nicht sammeln. Wir müssen uns Schicksal teilen. Warum denn nicht? Mhm. Das wird schon. Simon, du bist doch unten. Naja, ich bin weiter in diesem Zelt. Ich komme halt nicht raus. Ich glaube, wir haben alles ausgerottet, was man ausrotten kann. Ich habe den Rohstoffsucher für Fliegenpelz mal aktiviert, aber ihr habt ja eh schon alles, ne?
Nee, wir konnten es nicht aufheben. Ja, aber es liegt ja weiter unten. Vielleicht ist deswegen die Spinne auch so sauer, weil ihr die Fliegen wegnehmt. Ja, wieso? Wir schmeißen sie ja runter und füttern sie damit eigentlich. Ich sag mal. Eigentlich. So, ich komm mit. Ich geh jetzt auch runter. Ich weiß nicht, wo die alle hingeflogen sind. Alter, du bist so mutig. Die müssten doch theoretisch alle hier liegen. Wo sind die hier runtergepurzelt? Ich hab nur eine gefunden. Where are the dead bodies? I can't find them. Oh, so, ich bin bei dir. An die eine komme ich nicht ran. An die komme ich auch nicht ran, leider. Könnt ihr nicht ein bisschen höher kommen? Kleine Spinnies, Fliegis, nicht nee, Spinnies. Ah, ich hab sie, ich hab die Fliegen. Ah, ich hab einige. Geil, sammel die das alle waren ein. Locker 5 oder 6. Sehr gut. Ja, die so weit runtergerollt. Nee. Ja, die hingen auch alle an derselben Ecke, die liegen, lagen alle rum. Ich glaube, wir haben sie alle. Was ist das für ein Loch? Da würde ich vielleicht nicht reingehen, da bin ich auch gerade schon zurückgeschreckt. Da würde ich vielleicht nicht eingehen. Ja, entweder ist es ein Ameisenbau oder ein Spinnenbau. Wie viel Fliegipelz hast du? Ich habe 5. Moment, ich guck mal. Ich habe 10. Dann reicht es. Wir müssen jetzt noch die andere Sache finden. Und zwar brauchen wir jetzt noch Baumwanzenbrocken. Und ein Rüssel-Käferrüssel, den haben wir schon einen. Da brauchen wir jetzt nochmal 2. Okay. Ah, super. Und wir brauchen Baumwanzenbrocken. Wo sind die Baumwanzen? Tja, na gut, wir sind auf einem Baum, aber Wanzen, sind es die kleinen roten oder sind es diese... Das sind Milbis. Ja, aber dann, und das andere sind Läuse. Dann weiß ich nicht, was eine Baumwanze ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Milben und Wanzen? Tja. Ich glaube, Wanzen sind größer, oder? Milben sind halt die roten. Die sind beim Baum. Also hier irgendwo. Dann gucken wir mal. Na, gucken wir mal. Auf! It's no lemon crime, but it's better than that. No lemon, no cry. Hängen die. Ich habe richtig viel auf dem Baum, dann hätten wir die doch schon längst finden müssen. Also sind die am Baum oder. Oh! Chat sagt, Wanzen sind diese Stinkekäfer. Ah, okay. Ja, dann let's kill it. Strömt aus, Kadetten! Geht brutal vor! Aber das ergibt auch Sinn, dass wir für eine Gasmaske Stinkekäfer töten müssen, weil wir wahrscheinlich aus der Haut die Gasmaske dann machen. Ich bin nicht so ein Filter im Arschloch. Ja, mein Filter im Arschloch. Ich glaube auch, ja. Ich hätte es aber auch gern, wenn es so einen einsetzbaren Filter für To-Go gibt. Gab es nicht mal so einen Scheiß, wo du dir irgendwas in den Arsch schiebst und es filtert deinen Furzgestank? Ich glaube auch, mich an sowas zu erinnern. Aber es gibt Pillen für Hunde, damit deren Fürze nicht mehr stinken. Oh Gott, ich bin gleich tot, ich werde eine Spinne. Hilfe, Hilfe, ich komme zu dir. Nein, komm! Es gibt was? Ja, so Pillen für Tiere. Arme, Simon. Alter, guck mal, Simon. Dir das an, wie die da steht, dieser dumme Scheißvieh, dieser Fatzke. Ich war mal in Australien und da stand die Spinne genauso da. Direkt einen Tritt geben. Gründe, warum ich niemals nach Australien möchte. Das war. Oh, die kommt jetzt. Ah! Ah, die hast du auf mich gelockt! Oh mein Gott, Hilfe, die rennt mir ja wirklich hinterher, sobald ich runtergehe. Kann ich die von hier aus umbringen? Kann ich dir einen Stein ins Gesicht Alter, schmeißen? Das sieht so krass aus, wie die dir gegenübersteht. Der dreht sich bei mir alles zusammen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da hau ich ab. Da lasse ich dich. Aber genauso wie die Spinne erwarte ich immer meinen Partner, wenn er nach Hause kommt. Schon so, hey! 2 von 6 Beinen erhoben. Ey. Umarme mich, liebe mich! Fuck. Ja, ich habe jetzt ein bisschen. Könnt ihr die vielleicht von hinten umbringen? Soll ich da. Ja, gut, ich kann es mal versuchen. Aber ich glaube eher, dass ich sterben werde. Ja, Posse, wenn du merkst, dreht sich um. Denken wir, vielleicht ist sie so auf mich fokussiert. Überhaupt nicht! Überhaupt nicht! Jetzt hat sie voll Bock auf mich! Wisst ihr, was sich wunderbar sicher anfühlt? Genau! Ja.
Ich will. Ich würde sagen, wir gehen mal alle schlafen, also sehen wir diesen schwarzen Benson. Ich hab schon hier den Albtraum. Okay, jetzt bin ich gegessen worden. Oh, fuck. Ja, lass uns auf jeden Fall schlafen. Yo. Ja, ich kann nicht. The bitch bitten me. Ich bin ja immer noch auf der Lampe und ich traue mich da auf jeden Fall nicht runter. Kann ich hier oben ein Bett bauen? Oh mein Gott. Aha. Okay, Simon, ich kann dich holen. Ist sie weg? Ich bin tot. Nein, ich bin tot und habe aufgegeben. Ich bin jetzt aus Versehen wieder im Labor. Aber okay, lass uns mal alle zum Lager gehen. Ja. Wir schlafen mal. Dann können wir nämlich die Wanzen holen. Eure Erwartungshaltungen an mich sind spannend. Warum? Ich bin immer noch auf diesem Baum und unter mir sind die Löcher, wo die Spinnen drin wohnen. Ach so, aber da bin ich da jetzt nicht unbedingt in der Dunkelheit zum Lager laufen. Und ich habe meine Fliegenpelze alle verloren. Genau, die sind da, glaube ich, gerade auch gar nicht. Ich muss auf jeden Fall meine Sachen noch zurückholen. Also ihr könnt eigentlich kommen, Pia, die Spinne ist gerade nicht bei dir. Ja, aber da sind ja überall Spinnen, da ist ja nicht nur eine. Ja, ich komme auch, also ich werde jetzt wahrscheinlich gar nicht, ja, ich versuche mal rauszukommen, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich mich umbringe. Das ist so eine weite Strecke. Die sind doch nachts nicht in den Löchern, sondern auf dem Weg zwischen dir und dem Lager. Ja, das ist ja das Problem. Hier ist halt überall, hier sind überall potenziell Wolfsspinnen, weil die nicht in ihren Höhlen sind nachts über. Das ist also, der absolute Horror. Ich kann mal straight zu dir laufen. Ich glaube, das sollte klar gehen. Boah. Komm dir mal entgegen. Boah. Hilfe, ich denke fest. Guck mal, weißt du, guck mal, komm mir mal entgegen. Dann bring dich doch um und dann kommst du ja in der Basis wieder, oder? Wenn du dich da nicht runtertraust. Genau, also ich bin hier. Ich versuche gerade, mich langsam ranzutasten. Also du kannst hier eigentlich komplett auf den Wurzeln langlaufen. Guck mal, hier unten bin ich auf diesem Ast. Ja, ich lauf auch gerade an den Wurzeln, aber ich komme halt hier nicht weiter, glaube ich. Komm mal zu mir, hier hinten, hier ist gar keine, also da, wo ich bin. Ich komme da unten nicht, warte mal, ich muss mal hier gucken, komme ich hier drüber? Ich glaube, die sind gerade alle links hinten, wo ich und Simon war. Boah, das ist das Grauen. Nachts hier rumlaufen. Na toll, schon wieder eine fucking Spinne hinter mir. Ich kann meine Sachen nicht mehr holen. Also ich will ja nichts sagen, aber Simon hilft nicht zwangsweise. Ey Leute, ihr habt ja keine Ahnung, was ich hier durchmache. Ach Simon, so kenne ich dich ja gar nicht. Ich bin jetzt vor der Spinne in den Teich geflüchtet. Wo die anderen Spinnen warten. Also ich habe die Fliegenpelze, aber ich muss irgendwie zu euch kommen. Und die Spinne ist halt zwischen uns. Ah, da, ich komme. Ja, hast du deine Sachen wieder? Ich glaube, ich habe die Fliegenpelze hab ich geholt, ja. Ja, aber du sollst ja alles holen. Ja, ich habe meinen Rucksack geholt und mehr hatte ich aber nicht. Ich lasse das immer. Perfekt. Lass uns mal alle kurz schlafen gehen. Schlafen klingt wundervoll. Und dann gucken wir mal nach den schwarzen Wanzen. Boah, ich bin jetzt circa 30 Jahre gealtert auf dieser Strecke, auf diesen 70 Zentimetern, die ich laufen musste. Das war Stress pur. Komplett. Hey, ich pack noch was auf den Grill. Eine Sekunde. Okay. So cool mit dem Netz, so praktisch. Mit dem Netz? Ja. Welches meinst du? Wo die Wassertropfen dranhängen. Oh. Ja, das ist cool. Oh, Sequenz. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up three more trials for replication. Sarge Crusher Party, the Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what sort. Our director or a three-hour meeting with the military. Okay, wir machen die Experimente mit dem Armen. Es ist hell, man sieht Dinge.
Es ist wundervoll. Ja, lass uns mal alle Fuden trinken und dann suchen wir mal die Wanzis. Ja, hey, wo sind meine ganzen Sachen hin? Ah, ich dachte gerade. So, und die Wanzen laufen alle immer zwangsläufig jetzt hier am Baum entlang oder auch hier hinten? Ich hab doch so oft welche gesehen. Eier in Fliegenbraten. Aber es ist echt gut gemacht von dir, dass wir hier immer was zu trinken haben und essen ja. Und so. Das ist echt nice. Und da macht es richtig Bock, ja. Aufzuwachen. Ja. Ich wünschte, wir hätten ein Haus, aber... Ja, ich weiß, fehlt immer irgendwas. Irgendwas fehlt immer. Ich muss halt einen Marienkäfer getötet bekommen, aber ich habe das Gefühl, die Marienkäfer tot zu bekommen, wird gar nicht so einfach sein. Nee, das machen wir als Letztes, das wird übel. Ach, zu dritt schaffen wir den. Ich sehe diese schwarzen Bettwanzen nicht. Die waren eigentlich immer bei unserem Lager am Anfang. Da sind voll viele von denen rumgelaufen. Erinnert ihr euch noch? Lauf da mal hin. Ja, ich komme auch mal mit. Vielleicht finde ich dort auch ein bisschen Unkraut. Wie hole ich denn diese komischen Dinger aus der Erde raus? Mit der Schaufel, die hatten wir doch letztens gebaut. Ah, stimmt. Ist das ein Rüsseltier? Rüsselkäfer ist das, ja. Und da hinten war doch... Was habe ich denn da gesehen? Ich habe eine Baumwanze gefunden. Yay, nice. Oh, lass sie mal kurz angucken, dass man mal sieht, wie die aussieht. Sind diese schwarzen mit dem Rüssel, ne? Das große, flache Ding da. Was ist das große, flache Ding? Töten wird auch eher schwierig werden. Ach, das Ding! Okay, die ist relativ groß. Ja, das ist relativ groß und ich glaube, es ist aggressiv. Warte, lass mal kommen. Oh, Gift, bin Gift. Bin mir nicht sicher. Ah, deswegen auch. Oh Gott, das ist aggressiv. Okay, ja, das Gift ist nicht gut. Bist du gerade in einem Club oder was? So hört sich's nämlich an. Es hat rote Augen. Oh ja, ich sehe es. Aber bist du sicher, dass das die Wanze ist? Ja, ich glaube, das ist nicht die Wanze. Ich glaube, die Wanze sind doch die... Ich hab's gesehen. Ach, sehr gut. Es hängt fest, sehr gut. Ja, das war geplant. Ah, dieses Gas. Nervt. Ich glaube, das brauchen wir. Pfeil und Bogen wäre hier nicht schlecht. Ja, wir bräuchten halt vielleicht einen Bogen, ja. Leute, ihr müsst mir helfen. Ja, ihr dürft nicht so weit in das Gas rein. Ihr müsst echt rausgehen, sonst... Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, das sind die schwarzen Kleinen mit dem Rüssel, die immer machen. Aber das sind Rüsseldinger. Wenn Baumwanzen steht, dann ist es das, weil das Ding ja, ist, ja, wenn da du steht Baumwanze. Ey, oh, fast erstickt. Scheiße. Das fliegt ja. Ja, das. Oh, fuck. Ich glaube, das wird unnötig. Ich glaube, wir brauchen Pfeil und Bogen für das Ding. Ja. Ach, aber wenn wir einfach, guck mal, wir haben schon zwei Felder, haben wir schon weg. Jetzt haben wir. Ich bin auch tot, ne? Man stirbt halt, okay, aber man kann ja auch immer wieder zurückkommen bei den Betten. Ja, ist ja direkt um die Ecke. Leider habe ich meinen Respawn nicht gesetzt. Boah. Okay, ich hau kurz ab. Ah, ich bin tot. Vielleicht kann mich auch einer von euch holen. Ich chill hier gerade. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber wenn wir die jetzt wirklich durchgehend die ganze Zeit killen, dann wird das, glaube ich, schon was. Wo ist die Drecksau? Da hinten läuft sie doch. Aber wenn man die... Wenn man für die Gasmaske braucht, aber von denen die Gasmaske kriegt... Bogen. Ja. Ja, okay, stimmt. Aber da hinten auch alles für den Bogen theoretisch gesehen, ne? Also wir haben ja jetzt dieses Fliegenpelz-Ding. Ich brauche nur Fliegenpelz, dann kann ich uns Bögen machen. Und wir brauchen so Disteldornen halt. Okay. So, hör mal auf, jawohl. Und jetzt haben wir... Oh nein, jetzt hat die wieder voll Leben, die Drecksau. Ja, aber jetzt haben wir sie, warte. Guck mal. Oh Gott. Okay, meine Ausdauer ist gone. Ich muss ganz kurz Luft holen. Au. Ich glaube, wenn wir nicht alle gleichzeitig sterben, klappt das schon. Dann... Ja, sie ist auch sehr, sehr low gerade. Echt? Ja, ich habe Half-Life gemacht. Wie echt? Wie denn das? Weil ich unter ihr stand und ihr von unten auf den Bauch geschlagen habe.
Oh, echt? Das macht mehr Schaden? Das macht offensichtlich mehr Schaden, ja. Okay, geil, so gut zu wissen. Vielleicht kann mich einer von euch sonst noch holen. Die furzt mich gerade an. Ja, Moment, ich komme. Da. Geil. Jetzt wieder raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ich hol dich, ich hol dich. Es muss halt immer einer dranbleiben, sonst reckt die. Ah, oh shit, ich bin schon wieder tot. Okay. Ah, boah. Du musst Gnu holen. Ich muss nämlich erstmal meinen Rastplatz verlegen. Die läuft mir hinterher. Ich kann Gnu nicht holen, solange sie mir hinterher rennt. Ah, shit. Oh Gott, da ist eine Spinne. Beautiful. Wir brauchen eine Gasmaske, aber für die Gasmaske brauchen wir die Wanze. Das kriegen wir schon hin. That's the problem. Ihr Hoops. Yay. Wie nett die dich da einfach jetzt gerade nicht tötet, ne? Ja, es ist total aufmerksam. Ich werde gleich down gehen wieder, aber wir haben noch ein bisschen mehr Leben. Ich respawne. Ah, ich bin auch tot. Ich mich abzuheben. Oh. So, da ist die Drecksau, die kommt zu mir. Jawohl, ich bin auch da. Wir haben sie gleich. Hallo. Aber können Baumwanzen, also in echt, auch Gas absondern? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich glaube schon. Das mysteriöse Leben der Baumwanze. Ja, wir haben sie! Komm, die letzten... Jawoll. Yes. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Oh shit. Alter. Oh nein, jetzt haben wir die Wanze nicht eingesammelt. Ja, doch, ich hab sie eingesammelt. Ich dachte gerade. Oh Gott, ich dachte gerade. Moment, ich kann dich schnell wiederbeleben. Nein, was soll mein Rucksack da schnell holen? Holy shit. Das war ein Progress zu sterben, auf jeden Fall. Ja, learning by dying. Progress. War schon gut. Aber echt. So, hier liegt auch noch ein fremder Rucksack. Könnte meiner sein. So, wie viel Brocken haben wir denn jetzt für diese Kackgasmaske herstellen? Heißen die nicht auch Stinkwanzen? Das ist möglich. Baumwanzenbrocken. Ich habe dir aus Versehen Speer an die Ferse geschossen. Oh, siehst du das? Die Gasmaske könnte ich schon mal machen, wenn ich kurz die Baumwanzenbrocken in die Kiste gelegt bekomme. Jawohl, ich mache. Baumwanzenbrocken. Wir haben so einen Sack zweimal, so einen Baumwanzensack. Und zwei Brocken. Ah, super. Ah, cool. Dann bräuchte ich nur noch einen Rüssel, Käferrüssel, und dann könnte ich sogar zwei machen. Dann gehe ich noch einen Rüsselkäfer töten. Ich habe meinen einen Rüsselkäfer. Cool, ich habe schon zwei Gasmasken gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch einmal eine Wanze, und dann haben wir die Gasmasken. Also noch eine Wanze, okay, gut. Hier, ich lege mal hier schon mal eine Gasmaske hin. Nehmt ihr zwei auf jeden Fall die Gasmasken, weil ich bin ja eher so ein kleiner Schisser. Und ihr seid also du hast das doch gerade ganz toll gemacht, hast du das? Ja, weil das also, keine Spinne ist. Sollen wir mal Pfeil und Bogen machen, nur für den Fall, dass wir mal die ganzen Schweine runterschießen können? Also einen Pfeil und Bogen würde ich mega cool finden, aber dafür brauchen wir so Fliegenpelz. Disteln. Die Leute sagen, für eine Gasmaske sollen wir den Rüsselkäfer killen, weil der kann das Material dafür auch droppen. Wir müssen uns gar nicht diesen Hardcore-Kampf geben. Aber jetzt haben wir ja einen Vorteil. Jetzt will ich ihn auch töten, den nächsten. Wenn wir nochmal eine Wanze finden. Oh, da ist ein Rüsselkäfer. Ja, töte den. Bring ihn um. Rüsselkäferschild. Ui. Robin. Hey, können wir mal ein paar Rüsselkäfer umbringen? Ich glaube, der muss das nicht zwangsweise droppen, oder? Weil der hat mir jetzt nur Fleisch gedroppt. Ich habe nämlich ja auch ein Schild für uns jetzt. Oh. Bisschen mehr Begeisterung. Ah, geil, und ein Sprösslingsbogen. So, ich habe jetzt einen Pfeilenbogen. Ich mache jetzt deren Ass kaputt. Deren Ass? Deren Arsch. So. Ich fühle mich gleich so viel mächtiger, jetzt nachdem ich so ein krasses Ding getötet habe. Bis ich in die nächste Spinne reinlaufe, dann war es das wieder mit dem richtig fühlen. Ja, ich glaube, die Spinnen werden bis zum Ende einen nerven. Ja, ich kann uns aber Schilder machen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob die helfen gegen Spinnen. Da, Rüsselkäfer.
Aber ich glaube wirklich, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir uns Pfeil und Bogen holen. Und also ich habe auch so eine Jagdspinne schon mal getötet in dem Spiel. Das geht, wenn man die ein bisschen kitet. Nur im Nahkampf ist halt eine Katastrophe. Okay. Und wenn wir schwarze Ochsenkäfer töten, können wir Stufe 3 Waffen erstellen. Schwarze Ochsen. Ich habe das Gefühl, dass schwarze Ochsenkäfer jetzt auch nicht so das Leichteste zum Töten sind. Ja, sie wirken schon nicht so. Klingen schon nicht so. Verstehe gar nicht, warum. Ich hätte halt gerne einen Marienkäfer, weil dann kriege ich eine bessere Axt. Und dann könnte ich unsere Base weiterbauen. Oh, ich sehe einen Marienkäfer. Ja. Folge mir. Ja, warte, ich habe Pfeil und Bogen. Ich komme, ja, dann kann ich den vielleicht abschießen. Fall. Dann können wir nämlich irgendwo auf Kleeblätter hoch und ich baller den ab. Okay, ich habe ihn hier. Ich sehe ihn direkt vor mir. Wo ist? Ja, da hinten ist hier. Komme. Vielleicht mal so ein Pfeil in so ein Auge rein, dann ist er blind. Alter. Da die ist er, ja? Den meinst du? Aber der schnurrt doch so süß. Oh, der Simon, pass auf, ne? Ja, die halten. Oh Mann, die packen, teilen gut aus. Alter! Ja, ja, die fast teilen tot. Richtig krass aus. Ich muss mal schnell irgendwo hoch. Au, 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 au. Er hat mich richtig geslappt. Ich hab nicht Macht getroffen. Ja gar nichts aus, mein Pfeil und Bogen. Ich hab meinen Speer nach ihm geworfen. Aua, ja, ich auch, aber ich habe ihn leider auch nicht getroffen. Komm mir nicht hoch, es war einfach die dümmste Stelle. So, jetzt. Ey, kleiner Mann, kriege ich meinen. Die Pfeile meinen stecken hier übrigens noch. Ja. Die kannst du alle wieder einsammeln. Ach, das war mein Speer. Ach, ach so, aus, Entschuldigung, aber da steckt noch irgendwo ein anderer. Ich hab den anderen geklaut. Ja, okay. Das macht dem halt gar nichts aus, wenn ich den hier. Oh shit. Irgendwie brauchen wir Hackwerkzeug gegen den offensichtlich. Immunhilfe. Ich bin ich? Da oben. Ach so, du bist da oben. Machst du schon? Okay. Ja. Puh. Vielleicht können wir den ja irgendwie abspießen. Okay, der hat auch wieder volle Energie. Das ist schwer. Hat er jemals Energie verloren? Ach so, ich habe einen Klee. Oh, guck mal, man kann auf ihm drauf. Nee, kann man nicht. Also Speer draufschießen funktioniert. Echt? Ja, Speer draufschießen tut weh offensichtlich. Also das hat jetzt Leben abgezogen. Wir könnten uns auch ganz viele Speere machen. Das arme Ding. Ja, vielleicht von oben einfach die Speere runterschießen, ne? Ja, man kann sie ja auch schon immer wieder aufsammeln, aber ja. Es ist schon auch nicht so einfach. Der steckt ja drin in dem. Ja, der steckt da drin. Und jetzt muss ich nur noch wieder rankommen und mir den wieder rausziehen. Komm mal nochmal näher her, bitte. Ich brauche den Speer, damit ich dich neu verletze. Oh, Vorsicht. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ich mache mir, glaube ich, einfach so 10 Speere und dann werde ich Pia die Speerkämpferin. Hm. Ja, das klingt wie ein Plan. Gerade. Bist du da in der Nähe? Ja, ich hol dich. Oh, oder so. Er schaut wieder total nett. Der Arme. Okay, wir bringen ihn trotzdem um. Oh, er schnurrt. Er hat schon wieder oh, der ist wieder geheilt, der Sack. Ja, lass mal mehr Speere holen erstmal. Also ich mach mir mal ganz kurz mehr Speere, weil dann kann ich mehr als einen Speer werfen. Okay. Brauche ich denn Sprösslinge und Pflanzenfasern? Das müsste ja eh alles hier sein. Hier sind Sprösslinge. Und Pflanzenfasern kriege ich, indem ich Dinge da zerschlage. Der Hammer ist anscheinend effektiv. Echt? Ach, wahrscheinlich, okay. Weil du den aufknackst damit wahrscheinlich, ne? Okay, ich teste das auch gleich mal. Ich finde jetzt nicht wirklich, dass der was bringt. Oder die Axt. Boah, ja, die Axt bringt voll. Oh, tot. Die Axt, Leute. Ah, wieso hast du aufgegeben? Ich wollte dich retten. Ach so, ihr könnt einen ja retten. Die Axt geht ab. Okay, die Axt. Alles auf Axt. Hol mich erstmal. Ja, ich versuche den nur wegzuziehen von dir. Der ist wieder lieb. Nee. Der ist nicht lieb. Der ist nicht lieb. Der hat den Liebheitsgrad von meinen Verwandten zu Weihnachten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sollen die Viecher mal scannen. Wie kann man denn scannen? Mit X und dann schaust du sie an und drückst E. Ah, also das ist wohl wichtig. Für die also ich glaube, wenn wir alle die Axt nehmen, kann es echt gut und schnell gehen. Ich habe sie schon. Ich habe einen langen Weg immer dahin. Ja. Aber lass uns alle zusammen angreifen.
Aber mit der Axt ging es echt richtig schnell. Ich bin respawned. Warum muss es so niedlich aussehen? Die Community so, warum tut ihr das? Okay, ich bin bei ihm. Es ist halt geil, dass sie den Marienkäfer so overpowered haben. Man müsste effektiver sein als Axt, glaube ich noch. Aber in Pikmin ist der auf jeden Fall auch stark. Was meinst du? In Pikmin, wo man diese kleinen Viecher, diese Gartengnome auf Kleinstlebewesen wirft. Habt ihr das nicht damals gespielt, Pikmin von Nintendo? Doch. Das ist auf jeden Fall toll. Und da ist der Marienkäfer auch voll stark. Aber süß. Ja. Okay, ich warte hier auf euch. Wir wollen ja zusammen, nehme ich an. So, hab alles. Also ich fand, der Hammer hat nichts gebracht. Ich finde, die Axt war, glaube ich, sehr effektiv. Oder weil wir alle gleichzeitig draufgeschlagen haben. Wollen wir? Aber lass mal kurz ihn da hingehen, wo wir auch zu einer Erhöhung können. Also wenn ich auf ihn draufgehe, dreht er dann durch. Also mich hat er direkt gekillt. Na, okay, solange die nicht angreift. Aber dann war er aggressiv schon, oder? Nee, ja. Tatsächlich geht das. Oh, der schnurrt. Das ist so süß. Das ist der... So, ich habe halt jetzt keinen Speer gerade. Ich habe meinen Speer verloren. Ich muss mir... Wir müssen irgendwo hin, wo wir uns dann hoch verpieseln können. Vielleicht hier am Stein. Das ist schon mal gut. Hier könnten wir ihn eigentlich gut umbringen. Vielleicht mal so den Hedge spalten. Den Hedge spalten? Ach shit, das hat er mich erwischt, der Sack. Fasern her. Und dann hau ich wieder drauf, weil dann ist er abgelenkt von dir. Es ist auch noch dunkel. Genau, ich glaube, so könnten wir es schaffen. Immer wieder hochspringen auf ihn. Jetzt Schwachpunkte sind die Beine, laut scannen. Jetzt hat er wieder mich. Also, dass man immer guckt, wen fokussiert er an. Und jetzt wird es auf Pia. Und dann müssen wir ihn wieder schlagen, damit er nichts macht. Und dann wieder verpieseln. Ja, ich glaube, so können wir es schaffen, ja. Alter, das ist wie so. Ah, er hat mich, er hat mich, er will mich. Warte, ich komm. Jetzt will er mich. Au. Oh, ich fühle mich so schlecht. Auch weil es so schnurrt. Okay, er hat mich. Er ist K.O. Der Hammer hat den K.O. geschlagen. Was? Sehr gut. Oh Mann, wir haben über die Hälfte. Ja, aber er hatte gerade Sternchen. Ja. Achso, dann bombt nochmal drauf. Weg, weg, weg. Oh, er ist wütend. Wo seid ihr? Bringt ihn um! Fast! Ja, aber nur fast! Oh, meine Ausdauer ist sehr gering. Ja, meine auch. Komm, noch zwei, dreimal draufhauen! Ja! Sehr gut. Ah, okay, deswegen der Hammer, weil man ihn damit ausnockt. Marienkäferteile haben wir jetzt. So, lass es mal scannen. Der Arme. Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, ich auch. Juhu! Ah, wo ist denn jetzt? Ich wollte diesen Speer. Ich brauche halt immer noch mehr Pflanzenfaser. Das kann doch nicht sein. Da. Ich brauche einen Kopf. Ja, der Kopf muss gescannt werden, oder? Ja, lass mal die Raw Science machen. Gehen wir mal zurück zum Alten, oder? Ja, hier müsste doch eigentlich genau bei der alten Basis müsste doch direkt was sein. Ice Caps. Forschungsstation. Ja, ich habe es mal markiert. Ach, da vorne. Weil dann kann ich nämlich noch der Pia die Maske machen. Und dann könnten wir eigentlich ins Labor. Ich finde nachts hier unterwegs sein, das ist so eine tolle Geschichte. So, den müssen wir mal umbringen hier leider. Oh, der arme Mann. Weißt du, der Garten war so sicher, bis wir kamen. Was? Marienkäfer, noch einer. Ja, das ist bestimmt der Ehegatte, der hat es bestimmt noch nicht geschnallt. Oh, das ist so arm, gell? Ja, es tut mir leid jetzt. Der ist gerade auf dem Weg nach Hause. Der weiß noch gar nicht, was gleich passiert. Der denkt sich, endlich hat sich das mal allein erledigt, das Problem. Alter, ihr seid grausam. Okay, jetzt wird gescannt. Kopf reinpacken, genau. Ja, mach ich schon. Oh, jetzt haben wir die ganzen Brustpanzer.
Reparaturkleber. Aber haben wir Tourkleber, cool. Nicht das, was wir haben wollten, oder? Dabei, oder? Oh, wir brauchen noch einmal Baumwanzenbrocken, leider. Ah. Geil. Leider brauchen wir das nochmal. Oh, die sind eigentlich so arm. Die sind so arm und ich box den. Ich box den tot. Das ist so grausig. Ach doch, ist das die Insektenaxt? Das ist die stärkere. Und dafür bräuchte ich jetzt einen Marienkäferkopf, einen Bombardierkäferbrocken und ein Seidenseil. Was zur Hölle ist ein Bombardierkäferbrocken? Ja, gute Frage. Oh mein Gott. Hast du den Marienkäferkopf noch, Simon? Ich habe ihn dabei, ja. Darf ich mir den abschnurren von dir, klar, damit ich mir so eine Axt bauen kann? Fallen lassen, kannst du alle haben. Da liegen sie. Oh Gott, wie viele hast du denn? Ach nee, das sind Teile, das sind keine ja, Köpfe. Ja, alles nur Teile. Scheiße. Kann ich immer nur ein Schild halten? Kann ich nicht irgendwie noch zu dem Schild eine Waffe in die Hand nehmen? Es sollte eigentlich beides sein. Ne? Vielleicht brauchst du eine bestimmte Waffe wie ein Speer, damit das funktioniert mit Schild. Ah ja. Nein, nice. Muss man wahrscheinlich okay, nicht. Ich habe hier mal im Bett, warte ich mal auf euch. Oh Gott. Oder wollt ihr gar nicht pennen? Simon, du Charmeur. Naja, so war das jetzt nicht, aber ja. Wir können doch nicht schlafen. Dann gehen wir vielleicht mal in unser altes Lager so lang, oder? Weil bevor wir jetzt hier eine Stunde warten. Okay. Okay. Wo ist denn das alte Lager? Keine Ahnung. Keine Ahnung, welche Richtung. Bei der Dose. Ah, okay, hier. Da. Ich glaube, wir haben es, ja. Markiert. Aber komisch, ich sehe meine Markierung gar nicht. Seht ihr meine? Nee. Komisch, aber ja, auf der Karte im Norden. Also eigentlich. Ich sehe deine Markierung in 240 Zentimetern. Ja, ich warte nur gerade darauf, dass das Essen fertig wird. Ah ja, okay. Geil, Rüsselkäfer braten. Ach, ihr seid schon losgelaufen. Ach so, ja, wir wollten nicht warten auf dich. Wir haben einfach gedacht, fuck it. Das ist kein Problem. Ich gehe gerne alleine nachts in einem riesigen Uhrzeitwald spazieren. Oh, da vorne ist ein Spider. Ich bin Gnu hinterhergelaufen, weil ich dachte, ja, Vorsicht, ich laufe mir hinterher. Ich weiche der Sauber hat den raus. Spinnenradar. Die kommt immer dahin, wo die anderen das stimmt. Rumlaufen. Okay. Ja, muss mal lang. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen bin ich gerade erschrocken. Holy shit, sorry. Was hat dich angegriffen? Ich habe alles geschlossen. Oh, gerade mein PC aus Versehen, oh Gott. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mein Chat ist weg. Warte. Spinne. Scheiße. So, warte mal. Man kann auf mein Leben klarkommen. Wo ist mein Chat und alles da? So, sorry. Oh Gott. Ich brauche deine Hilfe, Gnu. Ja, ich komm. Oh, ich laufe da so ungern an der Eiche vorbei. Das ist wirklich ungeil. Puh. So, Drecksau. Okay. Oh, da kommt die nächste große Lauf. Oh mein Gott. Ist sie noch hinter uns? Ja. Ich war. Ich bin so froh, dass ich nicht bei euch bin. Oh fuck, ich bin tot. Gebt doch einfach auf. Hilfe. Ich kann da nicht. Sie ist weg, Pia, vertrau mir. Ich bin nicht. Vertrau mir wirklich, ich hab nur noch 15 Sekunden, bitte.
Okay, das war eine Ameise. So eine Ameise. Oh, danke. Let me in. What a pain in the ass. Okay, was ist denn da hinten? Wer hat denn da ein kleines Feuer gemacht? Da hatte ich vorhin gekocht. Deswegen habe ich das zu Hause wieder gefunden. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Wir können hier schlafen jetzt. Echt? Ja. Oh. Anyone else tired? Just me. Ich bin dabei. Wo steht Simon? Ich bin am Zelt. Also bei der alten Bude. Ach so, ja, dann müssen wir... Aber ist ja nicht schlimm, können wir nicht trotzdem zusammen, wenn ihr jetzt pennt und ich penne? Probier mal. Ich bin auch schon gedrückt. Ja, nice. So. Okay. 7:30 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. So, sieht man die auch von Weitem wenigstens mal. Mhm. Die blöden Schweine! Düt. Da ist so ein Wassertropfen. Okay, dann. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ohne Herzinfarkt. Betonung auf ohne Herzinfarkt. Das wird nichts mehr. Hey Simon, was ist denn da los? Was denn? Nein, 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 bei mir ist alles gut. Ich Achso. Meinte nur, ohne Spinne hier von A nach B kommen, das wird nichts. Achso, ich hab's jetzt geschafft. Ich muss nochmal, also ich muss jetzt zu euch, oder? Ich hab ganz vergessen, was wir eigentlich gerade noch suchen. Wir brauchen noch einmal so eine Stinkwanze, dann haben wir die Gasmasken und können... Ja. Zur Hecke gehen und da hat es dann so explosive Bombenkäfer, die müssen wir dann auch noch mal killen. Stimmt, diese explosiven Dinger. Naja gut, ich laufe euch auf jeden Fall mal entgegen. Also ich bin jetzt wieder bei dir, Simon. Wenn wir uns nämlich hier treffen, können wir wieder diese Wanzen töten. Okay, dann... Ah, da bist du. Ich sage, Pia kommt zu uns, also da waren es gerade gar keine Spinnen. Ich habe eine gesehen auf dem Weg, das war eine Lüge. Ja, du also musst, ich bin straight durch, du musst durch, es einfach schaffen. Einfach straight durchrennen, gar nicht lang überlegen. Und erst gehen und sobald sie dich sieht, erst rennen. Sonst geht deine Ausdauer flöten. Gehen, sagt sie. Gehen. Als könnte ich mich hier irgendwie fortbewegen, ohne panisch um mein Leben zu rennen und zu schreien. Entspannt laufen, genau. Genau, entspannt. Entspannt ist auch das Wort, das mich gerade am besten beschreibt. Da ist noch Marienkäfer. Na, das Schild ist echt nicht schlecht, was du da hast. Bis jetzt hat es noch nichts gebracht. Okay. Mal gucken, kann ich mir nicht auch irgendwas bauen? Müssen wir hier. Also, ich glaube schon, ich habe jetzt mal alles reingelegt. Ja, mal gucken. Also eine Stinkwanze töten wäre noch cool. Dann hat Pia noch ihre Maske. Und dann können wir weitergehen. Ich mach kurz noch Pipi. Jawohl. So viel Kaffee getrunken. Boah, ein Katapult zu haben, um nach Hause, sich nach Hause zu schießen, wäre mega gut. Mein Chat hat so tolle Ideen. Ja. Ich hätte sehr gerne einen Katapult. Ich meine, wir könnten auch versuchen, so eine grüne Spinne zu töten. Aber warum? Damit wir uns mächtig und erhaben fühlen. Okay. Niemand möchte sich mächtig und erhaben fühlen. Ich weiß gerade noch nicht. Ich schlafe nur. Ich brauche halt diese mega gute Insektenaxt und ich weiß nicht, was Bombardierkäferbrocken sind. Also, was Käferbrocken sind, weiß ich schon. Ja. Aber ich brauche Marienkäferkopf und Bombardierkäferbrocken. Aber dann lass uns doch kurz, lass uns zu diesem, wie heißt das, dieser analytische, dieses Gerät, ne, wo du Rohstoffe suchen kannst. Wo du sie suchen kannst, ja. Und da kannst du das dann einfach suchen, ne? Soll ich mal mit? Wenn du Bock hast. Also, aber wo gehst du jetzt hin? Gehen wir zu,
dem Gerät oder? Zu dem Holzbaum, was direkt da ist, oder? Okay. Dieser Roboterbaum. Okay. Weil wir könnten ja auch ins, oder warte, dann gehe ich mal rein und suche danach. Du musst mir gleich mal sagen, wie es heißt nochmal. Bombardier-Käferbrocken. Weil dann gehe ich einfach ins Labor hier. Jawohl, genau das. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie dieser Ressourcensucher auf der Karte funktioniert, weil der scannt dann und gefühlt ist dann nichts passiert. Ja, die Frage ist halt, zeigt er wirklich nur an, wo diese Ressourcen rumliegen? Weil dann werden wir sicher nicht finden, weil die Tiere sind ja nicht standardmäßig tot. Ergo, du müsstest nach einem Bombardierkäfer suchen und nicht nach einem Bombardierkäferbrocken. Es gibt leider gar keinen Bombardierkäfer. Es gibt, also zumindest nicht in der... Die Bombardierkäfer sind bei der Hecke. Bei der Hecke? Okay. Das heißt, jetzt also brauchen wir... Rechts. Ja. Erst was zu essen und dann nochmal so ein Stinky-Käfer. So. Also erst den Stinky-Käfer, dann die Bombardier-Käfer? Genau, Stinky-Käfer, dann mache ich dir die Maske, dann gehen wir zur Hecke und dann machen wir die Säcke fertig. Okay. So, wo haben wir den Stinky gefunden? Hier vorne direkt, ich schaue, ob ich einen neuen finde. Okay. Ich komm mit. Puh. Da ist auch eine schöne grüne Waldspinne links, deswegen. Also laut Chat sucht er wohl auch die Tiere, die das droppen. Aber so oder so kann ich es trotzdem nicht auswählen. Wahrscheinlich, aber ich kann Distel. Nicht haben, kann das sein? Aber suchen wir noch Distelstacheln? Ja. Achso, die Distelstacheln sind hier. Hier. Ach, haben wir schon, okay. Okay. Genau, die Distelstacheln sind da hinten. So, natürlich ist der jetzt noch nicht direkt wieder respawned, der Käfer. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Wenn der direkt wieder hier wäre. Kann man einfach die Spinnen in andere Spinnen reinziehen und die töten sich dann gegenseitig? Oh, das wäre toll. Das wäre geil. Ewige Spinnenkreis oder irgendwie so. Schwierig. Was war das? Irgendwo hier ist irgendwas, was man finden kann. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Eine Samtmilbe. Ich scanne die ganzen Sachen gerade, weil ich glaube, dass dann kann man sie auch suchen lassen. Das muss man, ja, das ist wirklich gut. Eine Samtmilbe hört sich ganz arg toll an. Bis er sich anspringt. Oh, was ist denn das? Ah, bei dir, du hast ihn! Oh, sollen wir ihn töten? Ja, das wäre übel geil. Ich weiß halt nicht, ob wir den schaffen, aber hinter dir springt dich was an, Samtmilben. Ach, deswegen eine Kreatur erspähen. Hä, was ist denn das da unten? Das haben wir jetzt gelöst übrigens. Die Larve, komm, lass die auch mal umbringen, die hatten wir auch noch nicht. Moment, jawohl, ich muss einmal die Samtmilbe da finishen. Boah, das ist so geil mit dem Schild, wir müssen uns echt alle Schilder machen. Okay, so, wo ist der Bombardierkäfer hin? Alter, was ist denn mit diesen ganzen Samtmilben, ey? Kacke, wo ist dieser grüne Käfer hin? Leiser. Oh mein Gott, der ist aggressiv. Der spuckt. Vielleicht komm. Genau, der spuckt Säure. Vorsicht. Ah. Ja, wenn es sonst nichts ist. So, warte, ich komm. Ich habe mir ganz viele Speere gemacht. Die kann den jetzt ansperren. Ich habe versucht, für dich ein paar Disteln zu finden, aber es ist doch schwerer als gedacht. Ach, nice. Ich habe jetzt irgendwie... Du hast halt 10.000 Sperre geschmissen. Ganz, ganz, ganz viele Sperre. Geil.
Aber für Pfeile brauchst du Disteln, oder? Für Pfeile braucht man Disteln, okay. Genau. Pfeile habe ich schon ganz viele gemacht. Warte mal, Gnu, ich habe noch 4 Pfeile von dir. Hast du jetzt von dem was bekommen? Von dem du? Ja. Das bräuchte ich einmal für meine Axt. Okay. Ich hol mal den Ton. Was brauchst du von dem? Ich brauche von dem für die fette Axt 3x Brocken. Okay, bringe ich dir gleich. Ich mach mal kurz den Ton hier weg. Jawohl, ich stehe neben dir, alles gut. Jeet, okay. Das ist ein richtiger Teich, so ein richtiger Sumpf. Also hier hat's Bombardierkäferbrocken, bitteschön. Dankeschön. Geil, Bröckchen, jetzt brauche ich nur noch einen Marienkäferkopf. Noch einen. Ja, wir haben keinen Kopf bekommen beim letzten Mal. Oh, echt? Ah. Shit. Oder zumindest hat mir Simon keinen Kopf gedroppt und er hat ihn gelootet. Dann lass uns noch mal die Stinky-Wanze suchen, dass wir da die Maske haben. Wo auch immer der ist. Stinky-Wanze. Stinky-Wanze ist auch einfach so eine gute Beschreibung. Ja, ich glaube, Simon, dazu brauchen wir dich dann, aber ich glaube, zu zweit schaffen okay. wir den nicht. Okay, nee, alles gut. Ich habe hier wirklich gerade sehr viele Disteln noch mal gesammelt für euch, weil ich dachte, da könnt ihr eine Menge Bogenmaterial von bauen. Und ich finde das großartig. Hier ist eine. Ich habe eine, die hängt sogar. Ich komme zu der hängenden. Also. Ich würde tatsächlich mal gucken, wie viel da mein Bogen jetzt gleich ausmacht. Ich bin gespannt. Wenn ich die. Ich versuche mal irgendwie ins Forschungslabor zu kommen, ohne dass der mich sieht, und dann schieße ich den mal ab, sobald der Simi da ist. Oh, sie hat mich schon gesehen, oder? Ja. Ja, ich bin leider gerade. Ich bin auf dem Weg zu euch, aber. Oh, fuck. Werd natürlich wieder angegriffen. Okay, ich kann die ganz easy umbringen. Weil ich brauche eure Hilfe, die bringt mich hier um, Hilde! Ja, ich bin noch weit weg! Shit! Hi. Also vielleicht schaffst du es ins Labor. Ja, weil hier sind ja überall Gift. Ja, wenn die weg sind, weil hier kommen die nicht rein. Dann kann ich meine Gasmaske nämlich anziehen und kann die voll easy umbringen. Ah! Ich weiß noch nicht, ob ich das überlebe, um ehrlich zu sein. 15 Minuten, 11 Sekunden. Ja, die sind immer noch ich hinter lauf mir. Ich laufe zu dir, aber wenn du außen rumläufst. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Außen rum und dann rein. Ich versuch's, aber die sind halt genau zwischen uns und die haben mich gejagt, leider. Die hatten Aggro auf mich. Ja, ich glaube, du schaffst es. Du bist schon nah dran. Ja, die sind halt genau da. Die sind halt genau zwischen uns, ne? Nein! Ah, das war's. Egal, weil dann gehe ich da rein, zieh die Gasmaske an und dann kann ich die nämlich voll easy umbringen mit meinem Pfeil und Bogen. Zieh die jetzt schon an. So, du hast ihr Sprung von hinten. So, ihr dummen Schweine. Ich hab so viel Milbenpelz, also ich kann mir da einen richtigen Schal draus machen. Ja, ja, gut. Und ich hab, ey, ich hab, Leute, ich hab so viel Disteln. Ich glaube, ich habe 60 Disteln. Alter. Ja, Pfeile en masse wird es geben. Es wird Pfeile regnen. Das sind ja halt zwei von denen, ne? Im Dunkeln. Dann kämpfen die Marienkäfer im Dunkeln. Ja. Ich will nie in der Dunkelheit kämpfen. Also ich nee, keiner möchte das. Was ist das für ein ekelhafter Schmodder? Ja. Oh, was ist das denn? Ach, noch mehr Larven einfach nur. In dem Schmodderwasser kann man auch schwimmen. Boah, ich will nicht wissen, was da drin noch schwimmt. Wo seid ihr? Ich bräuchte euch Nähe, jetzt. In der Nähe. Ja, Moment. Ja, ich bräuchte euch jetzt. Ich okay. bin jetzt wieder da. Wir kommen. Oh, die haben Aggro auf mich gezogen. Die haben mich auf Long Range gesehen, die Dinger. Scheiße, ich brauche euch, ich brauche euch. Ja, es ist, Moment. Also, du bist bei dem Forschungslabor, oder was? Genau. Okay, ja, ich komme nicht rein. Das sind zwei von denen. Das ist vielleicht jetzt
nicht so geeignet. Ich habe die Maske, zieh die Maske an, Simon. Ah, okay, aber ja, ich bin trotzdem gleich tot. Na super, tot bin ich. Kann mich jemand vielleicht wiederbeleben? Ja, ich hol dich gleich, Nicht aufgeben. Ich habe noch 25 Sekunden, keine Sorge. Ja. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Aber wenn du sie ablenkst, kann ich ihn auch holen. Ich bin hinter euch. Ich lenke ihn ab. Ich glaube, ich kann dir easy umbringen, ne? Danke. Du musst da wieder raus, ich habe keine Maske. Ich habe beide bei mir, du kannst sie alle holen. Ja, ja, Simon ist schon da wieder. Ich habe gleich einige gekillt. Alter, schon wieder tot. Boah. Warte, die sind gleich beide tot, ich hab's gleich. Krass, machst du die aus der Hütte raus, klein? Ja, und ich habe die Gasmaske an, dann sind die nämlich gar oh, danke. Nicht so stark. Okay, jetzt können wir auch wieder helfen. So, okay, ich habe kaum tot? Energie. Alter! Schon wieder tot! Oh Gott, sie kommen auf mich zu. Warte, die eine ist gleich tot. So, die eine ist tot. Ich habe keine Chance. Ah, kannst du mich... Zurück? Nee, okay. Ich komme leider nicht ran, weil... Nee, ich habe es gesehen. Ich ja, warten, es das gibt nicht jetzt auf. Ist viel weg. Ja, aber das Gift ist nicht weg. Ich habe keine Gasmaske. Ich sterbe auf dem Weg zu dir. Jetzt aber, oder? Oh, geil. Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne. Oh, Mann. So. Ich brauche vor allem die Energie. Rein. Ich hab sie auf mir. Gut, warte, ich komm. Fuck. Die schaffen wir jetzt. Die Sau. Ich bin gleich tot. Ich habe keine Maske. Meine Maske. Soll ich dir meine Maske geben? Ich habe das Gefühl, du kannst mehr ausrichten. Ich laufe mein Leben. So, ist tot. Ist tot, ist tot, ist tot. Ich hab auch dazu gehauen. Wenn man die Maske hat, ist die echt kein Problem mehr. Oh, warum bin ich tot? Tja. Brauchst wohl doch Hilfe. Und doch nicht so einfach. Okay, geil. Oh, tot. Die Säcke. Hä, warum schon wieder? Hab ich keine Maske mehr oder was? Hungerst du gerade vielleicht? Nee, ich hoffe nur, dass meine oh nein, meine Maske ist kaputt. Egal, wir haben jetzt genug umgebracht, wir können noch mal eine machen. Zieh deine lieber aus, Simon, sonst, wenn die sich so schnell abbraucht, ist ja oh, assi. Oh, okay, nee, das wollen wir nicht. Wir haben ja jetzt auch dieses Reparaturding freigeschalten, vielleicht kann man die damit auch reparieren. Das wäre natürlich episch. Das so, meine ganzen Pfeile. Boah, du kriegst gleich so viele Pfeile. Oh. So, was können wir denn Raw Sciencen? Da ist doch was. So. Aha. So, gut. Dann haben wir nochmal Raw Science. Einen Insektenhammer. Und dann haben wir hier nochmal was. Krass. Stinkpfeil. Ah, cool, wir können die wirklich reparieren. Die Maske. Wo ist denn die? Reparieren. Dafür brauche ich einfach nur Fliegenpelz, dann kann ich die reparieren. Nice. Ja, geil. Dann lass mal zurück zum Lager gehen, wenn wir es schaffen. Wo und, seid ihr denn gerade? Bei diesem Labor. Ah, wartet auf mich, bevor er losläuft. Ich komme. Okay. Genau, und dann gehen wir alle zusammen zurück. Ich bin halt richtig low, weil... Ja, ich auch. Vorhin fast gestorben wäre. Ich möchte mal gucken, wenn ich jetzt dann die Axt habe und endlich ordentlich Base bauen kann, möchte ich auch uns so Heilungspakete und so basteln. Ja, oh, das wäre cool. Unterwegs. Ich brauche nur diese Axt. Was brauchst du eigentlich? Du brauchst immer noch dieses Unkraut, oder? Um die Basis fertig bauen zu können. Genau, oder? Und dafür brauche ich die Axt, deswegen sammle ich ja, die Sachen klar. Für die Axt, weil ich krieg's anders nicht gebaut. Ja, ich habe auch kein dafür anderes mehr gesehen. Ein Marienkäferkopf fehlt mir jetzt quasi noch. Dafür. Au, ich werde getötet. Au, ich habe keine Ausdauer mehr. Geh weg von mir. Weg von mir. So, jetzt. Upp. Okay. Dö. Aua. Kann mich jemand holen? Ich wollte cool sein, auf dem Grashalm landen. Ja, ich komme. Ich bin da. Oh nein, Simon, nicht runterspringen, Leute. Ihr seid beide? Das ist ja lächerlich.
Let me in, Coach. Oh, geil. Scheiße. Scheiße. Einfach daneben umgefallen. Ey, holy shit. Gesundheit. Gesundheit. Oh, das ist ein tolles Loch. Solche Löcher liebe ich. Nee, gar nicht erst. Sag drüber nachdenken. Oh, nein, lass mich. Die Stechmücke, ja. Bin ganz schön nervig. Da braucht man Pfeile, glaube ich. Ja. Ich block die gerade ab. Ihr könnt auch mit dem... Oh, fuck. Das sind echt viele. Ja. Ah, ich hasse es. Hau lieber ab. Die sind gefährlich. Digga! Hä? Wo ist denn die Markierung? Oh, wir sind ja irgendwo ganz falsch, oder? Die Markierung ist falsch. Oh, vorne Spinne. Wir müssen nach hinten. Tot! Könnt ihr mich vielleicht wiederbeleben? Ich bin da, wo die ganzen Viecher sitzen. Ja, wo? Ganz direkt vor euch. Oh, jetzt Vorsicht. Wenn du jetzt auch noch stirbst, Aber ist ja nicht schlimm, wir sind doch direkt da im Labor, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind gerade, um ehrlich zu sein. Ja. Ah, super, okay. Wir sind in der Nähe gewesen. Wo bist du bei unserem hier direkt am Fluss, wo wir eh hin wollten. Hier ist der Marienkäfer, den wir gesucht haben am Baum. Falls wir den noch killen wollen. Ich will unbedingt einen Marienkäfer killen, ich brauche also, den Kopf. Der läuft genau da rum, ja, am Baum halt. Wo wir ihn schon mal gesehen haben. So. Und was macht ihr an Weihnachten? Was gibt's zu essen? Weiß ich noch gar nicht, was es zu essen gibt. Weißt du noch nicht? Hast du noch nicht eingekauft? Bist du wahnsinnig? Du musst doch jetzt sofort schon alles haben. Ich hab verdrängt. Okay. Ach doch, aber wir gehen ins Kino unter anderem, darauf freue ich mich sehr. Oh. Und wir haben sämtliche Familienbesucher für dieses Jahr abgesagt. Das ist auch gut. Freue ich mich auch sehr. Bitte? Einfach kein Bock, oder? Weil mir das, also das ist halt, Kalles Family ist in Bremen, meine ist in Österreich. Oh, dann ist man nur am Reisen, ja. Ja, das wäre einfach nur ein Stress gewesen, so hin und her und... Es wäre mir einfach zu viel gewesen. Und ich lass mal die umbringen, komm mal her, Simon, sonst lockst du die anderen Arschlöcher auch an. Ja, aber ich muss nur meinen Rucksack holen. Ey! Was macht ihr zu Weihnachten? Ich bleib auch hier. Schwiegermutter ist da, wir hängen ein bisschen rum. Ich würde gerne noch in Avatar reingehen irgendwann mal. Ja, den gucken wir zu Weihnachten. Boah, mir waren ehrlich gesagt 3 Stunden zu viel. Oh. Der geht 3 Stunden? Das wusste ich auch noch nicht. Ja, 3,5 sogar. Was der erste wahrscheinlich, ne? In der Länge. 3,5 Stunden, die spinnen ja. So, das ist mein ganzer Urlaub. Ja. Das ist so ein Mann, diese Viecher. Diese kleinen Mistviecher, ne? Und dass die auch noch böse schaut, ne? Ja! Ne, dieser irre Blick. Warte, ich lock die mal auf mich, weil ich hab ein Schild. So muss es sein. Sie hat immer noch nicht genug. Er ist auch selbst schuld. Ich bin kalt. Funktioniert der Stiefelkreis. Oh, okay, lass mal schnell zurück. Okay. Kurz nur mal durchatmen, ich mach mal die Gasmaske. Schon von dem Skandal von Avatar 2 gehört? Nee, was für ein Skandal? Wegen den Delfinen. Ach so, das habe ich mitbekommen, ja. Das ist ja auch so ein Widerspruch, ne? In dem Film geht es ja um die Freiheit der Tiere und dann wird es in einem Delfin-Park. Wo Delfine gefangen gehalten werden, um dumme Kunststücke zu machen, zelebriert der Film und beworben. Ist halt schon echt. Okay, also, ja. Warum sagt denn da keiner, Leute, eventuell ist das unlogisch?
Hat jemand seinen eigenen Film nicht verstanden? Ja, wenn du eine Milliarde Gewinn machen musst, dann kommt es zu solchen Sachen, ne? Ja. Das ist schon Pain. Aber ist schon dann nimmt man doch nicht so einen Delfin-Freizeitpark. Absolut, so dumm. Bin voll bei dir. Ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen, was so Zoos und Freizeitparks angeht, einfach noch so eine sehr veraltete Meinung haben, was das angeht und einfach das gar nicht so realisieren. Vor allem dieser Film thematisiert es ja auch noch. Ich bin gespannt, ich habe noch gar nichts gesehen zu dem. Also, es ist ja auch, war es nicht bei Free Willy auch so, dass der Orca danach direkt wieder in Gefangenschaft kam? Also der Schauspieler Orca. Es ist halt einfach solche Filme. Ne? Ey, ich glaub's nicht, guck mal, es kommt direkt in unsere Basis. Warte, greifst du nicht an. Das ist ja genial, der will's wissen. Ich brauche leider noch einen scheiß Fliegenpilz, Leute. Einen scheiß Fliegenpilz für... Eigentlich um dir eine Gasmaske zu machen. Also okay. Ich brauche eigentlich viel dringender den Marienkopf als die Gasmaske, weil dann kann ich die Base fertig bauen. Ich würde die Base hier erstmal kacken, weil wir müssen ja sowieso jetzt woanders hin, ganz weit weg, und da müssen wir nochmal eine Base bauen. Weil die Base bringt uns ja gerade spieltechnisch nicht weiter. Die Gasmaske bringt uns ja eine Mission weiter, weißt? Wollen wir da draufhauen? Was Pia, denn? Wollen wir da einfach mal draufhauen? Ich würde super gern draufhauen. Also ihr könnt gern draufhauen, okay. Ich meine nur, dass ich halt danach dann auch gerne die Mission weitermachen würde. Oh shit. Wo ist denn meine Gasmaske jetzt? Ah, hier. Steckt mein Speer immer noch in seinem Kopf? Ja. Ich hole schon mal ein paar Fliegen, okay? Ja, wir könnten aber jetzt jemanden dritten schon gebrauchen. Ich will aber nicht. Ja, ich weiß. Aber sonst sterben wir doch hier. Ja, okay. Okay, er checkt's aber auch gerade nicht. Jetzt haben wir ihn gerade. Ja, doch, man kann das echt gut blocken, den Schaden von ihm. Genau, einfach mit Rechtstaste, ne? Dann. Oh, er ist betäubt. Oh, das Arme, jetzt habt ihr es wieder betäubt. Er kriegt ja nichts mit. Ist doch gut. So, ich blocke. Dann ist der eigentlich echt easy, gell? Man blockt. Ja. Wenn man blockt, ist der echt easy. Ja! Ja, das war echt easy. Ja, ZZ. Geil. Ja, wir hätten, glaube ich, von Anfang an einfach Dinge blocken müssen. Ja. Ich hole mal Fliegen. So, und jetzt müsste ich eigentlich die mega krasse Insektenaxt machen können. Ja! Geil! Leute, wir haben sie. Wir haben die mega krasse, mördermäßige Axt. Yay! Spalte die Köpfe! So, jetzt ist auch alles für neue Pfeile am Start. Müsste alles reichen. Oh, geil. Das war hart. Da haben wir viel gegrindet jetzt, finde ich. Ja. Ja. War noch die Gasmaske für Pia, dann können wir aufgehen. Alter, das kräftige Unkraut. Es wird vor mir brechen. Hui. Das ist wie wenn du einen Baum fällst. Oh, wie viel es da auch gibt. Oh mein Gott. Ich bin gerade sehr glücklich. Da braucht man ja scheinbar nicht viel. Nee, das ist halt, also Unkraut. Gefälltes Unkraut ist offensichtlich jetzt meine neue große Leidenschaft. Was ist mit dem Little Brother? Ich weiß es nicht, die ist gerade irgendwie irritiert wegen den ganzen Fliegen hier. Wie kann man nochmal die Kameraperspektive wechseln? Auf V Third Person? Oder so? V? Shit. Ich bin auf Ego-Sicht und komme nicht mehr zurück. Lieber Chat, sag mir das doch bitte mal. Nicht K? K auch nicht. So, kommt her, ihr kleinen Stinkies. Nicht runterfallen. Ist es. Wir umschalten. Wie umschalten. Sehr schön. Wächst Unkraut nach in dem Spiel? Bestimmt. Ich denke ja.
But it's auch annoying that your little brother. Ich höre sie da nur die ganze Zeit am Jammern. Ah, stimmt, ich muss jetzt die Maske abnehmen, sonst verbrauche ich die wieder. Okay, ich versuche mal zu dir zu kommen, Gnu. So, ach, bist du oben bei den Fliegen? Ja, da genau, sehe ich bin dich. Schon fertig. Okay, cool. Komm jetzt eher zu dir, mach die Maske für Pia. Deine ist ja auch noch ganz. Meine ist, ja, die hat nicht mehr so viel. Oder? Die hat so 20% noch. Ja, ich gebe dir sonst noch ein bisschen Fliegenpelz. Ach ja, genau. Pack sie in die Kiste, dann baue ich sie selbst. Reparieren. Ah, ich gebe dir die mit, weil du kannst die reparieren. Nimm einfach zwei mit, dann kannst du die jederzeit reparieren. Ach, das kann man im Menü machen, im Inventory? Ja. Okay. Genau. Ich pack dir die kurz gleich in die Kiste. Gerne. Was, eine Riesenspinne? Vorsicht, Pia. Hä? Da war gerade neben dir eine Riesenspinne. Ja, aber du läufst aber auch gerne am Boden entlang nachts. Das würde ich auch nicht machen. Ja, aber ich muss ja auch Sachen abbauen. Nicht nachts. Ja, aber sonst würde ich Base nicht fertig. Ja, du hast ja recht. Aber. Auch mal essen, ich verhunger gleich. Ja, ich habe auch Hunger. Aber ja, es sind Pilze in den Kisten. Nicht hungern. Ja, aber du hast, wenn du aufwachst, trotzdem wieder Hunger. Ja, aber dann ist hell. Ich glaube, die Basis wirst du pünktlich fertig gebaut haben, wenn wir sie verlassen. Spätestens dann. Ja. Hier, ich leg dir mal die... Ich guck mal kurz. Ja, wo legst du sie rein? Ich leg sie dir kurz hier hin, hier draußen dann. Ich habe jetzt ein bisschen Fliegenfleisch, wir können jetzt essen. Alle. Wo liegt sie denn? Warte, ich pack sie dir kurz hier hin, komm mal mit. Ich will nicht, dass sie wegglitscht. Sonst packst du einfach in eine Truhe. Ja, ich leg sie dir hier hin. Wieso läufst du Richtung Spinne? Ist das ein Köder? Bin ich der Köder? Ja. Wir sollten auf jeden Fall erst am nächsten Tag essen, weil sonst resetten wir wirklich den Schlaf. Okay, die ich schlafe schon mal. Haben wir eigentlich eine Smoothie-Küche? Oder brauchen wir sowas? Wir wollen sowas, auf jeden Fall. Da gibt es dann den ganzen geilen Scheiß. Okay, also das können wir auf jeden Fall danach mal bauen. Wir hätten alles. Yay. Boah, jetzt haben wir aber ganz, das Leben ist nicht ganz aufgeheilt. Spinnenpopsch. In die Richtung. Was? Spinnen? Da hinten. Oh ja. Boah. Okay, wollen wir mal los? Ich muss kurz meinen Fliegenpelz noch sammeln, damit ich das reparieren kann. Ah genau, warte, ich leg dir kurz mal hier Fliegenpilz rein. Ja? Pelz! Pelz! Da. Boah, ich beneide Menschen darum, wenn sie Spinnen ernsthaft süß finden. Bäh. Ich würde das auch kaputt. Einfach geil finden. Leute, die da... Nee, die sind kaputt. Seelisch kaputt. Simon am Judgen. Ne, ist doch so, Spinnen gut finden. Da ist doch in deinem Leben alles schiefgelaufen. Oh. So. So, wo müssen wir hin? Gab es nicht diesen Springspinnen-Kurzfilm von Pixar, den sie gemacht haben, damit sich die Vorurteile reduzieren? Ja, die Süßen. Spinnenpropaganda ohne mich. Es ist Spinnenpropaganda, ey. Ich hatte trotzdem Angst. Für mich hat mir das nicht geholfen, der Spinnenfilm. Glaube ich auch, ja. So, ich habe jetzt einen neuen Wegpunkt gesetzt. Okay, dann alle dir hinterher, wenn sich Pia lösen kann vom Bauprojekt. Schnell noch eine Wand hingezimmert. Der Film heißt Lucas. Lucas the Spider. Oh. Jemand Refreshment? Hier tropft gerade ein Tropfen runter, der euch Essen und Saft bringt. Ja, ich hab noch. Okay. Saft. Nicht mehr im Saft. Gib ihn mir. Die Sache ist halt, ich finde das Spiel ganz schlimm, bis man seine erste Jagdspinne selber getötet hat.
Und wenn ja. man das geschafft hat, dann kommt hat der Blutdruck. Hat keine Angst mehr, ja. Ja, Angst schon, aber dann kommt halt dieses, ah, dich töte ich auch noch. Und dann wächst man innerlich. Das ist wie mit, habt ihr Conan Exiles gespielt? Nein. Ja. Da gibt's diese riesige schwarze Spinne, die man auf echt weite Entfernung schon immer sieht. Boah. Und bis man die das erste Mal getötet hat, das ist der Horror. Aber dann ist okay. Ich fand Conan Exiles so anstrengend, weil du gerade mal irgendwie eine Base hattest, dann kamen irgendwelche anderen Schweine und haben dich komplett weggelootet. Also ich spiele sowas immer nur auf eigenen Servern. Ja. Also sowohl Ark als auch Conan, alles in die Richtung, immer auf eigenen Servern. Hm. Kein Bock auf Randomst. Wir sollten einen Hammer Stufe 2 bauen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt können. Safe, warte mal, ich guck gleich, aber dann wartet ganz kurz auf mich und rennt. Ach, hier weiter. Ist eh unsere Basis. Guck mal, da können wir unseren hier unseren Spawn Point hinklatschen. Yay, finally home. Ich finde, wir haben ganz schöne Hütten hinterlassen. Also da kann man, das ist schon okay, da kommt man gerne zurück. Ja. So, ich guck mal wegen Hammer 2. Wie mache ich hier meinen Spawnpunkt hin? Oder brauchen wir Bärenleder? Ans Bett und dann R drücken. Ja. Da brauchen wir Bärenleder. Das kriegen wir doch von den Bären, die hinten bei der Hecke sind. Ach, die Bären. Aber da gehen wir jetzt ja eh hin, oder? Ja, ich glaube, da gehen wir jetzt eh hin. Ja. Ich hatte so einen Horrorfilm mit Riesenspinnen, wo sie die Spinnen lachen ließen und man lacht sich schlapp trotz Ekel. Man kann den Film nicht ernst nehmen. Boah, ich weiß nicht, ob ich über sowas lachen würde. Nee. Aber es gibt doch dieses Arachnophobia oder sowas von ganz alten Filmen. Ja, so ganz boah, der ist so schlimm, ey. Der ist so schlimm. Aber da sind die Spinnen ja nicht riesig. Da sind nur sehr, sehr viele davon. Doch, die werden da doch auch riesig. Ist das nicht der Film? Nee, am Ende ist so eine größere Spinne, aber da ist eher das ganze Haus voller Spinnen. Ja, aber voller großer Spinnen. Na, klein sind sie auch nicht. Die Szene mit der Spinne in der Wand, die dann die Größe vom Hund hat und dann den Hund frisst. Ja, okay, das ist, glaube ich, die Mutterspinne dann auch. Ja. Nicht Arachnophobia, Arachatech. Das ist Arachatech, genau, mit den Trapdoor-Spiders und so. Oh, was ist denn das hier? Ganz widerlicher Film. Das war richtig widerlich, ey. Oh. Arachatech. Kommt mal zu mir, was ist denn das hier? Jasmin, es ist nicht besonders überzeugend, zu dir zu kommen, ja. Wenn du mit komm mal her, da explodieren nämlich die komischen Tiere. Wie viele Beine haben sie? Sie sehen eigentlich aus wie die Stinkdinger, nur die explodieren. Aber da müssen wir leider drüber, das heißt, wir müssen, glaube ich, über diesen Besenstiel hier drüber gehen. Alles klaut. Scheiße, wie kommen wir da rüber? Du Bescheißer. Das ist ja voll die Schlucht hier. Hatta. Oh Gott, ich bin in ein Loch gefallen. Ich hoffe nicht in das, wo die Stinkemonster sind. Nee. Die Tiere hier außen rum sind noch alle tot. Ich sehe das Loch. Oh Gott, das waren ja gar nicht wir. Warum sind die alle? Ach scheiße, wir brauchen die Gasmaske. Hä, bei Arachatech ist doch nicht Scarlett Johansson mit dabei, oder? Kann ich mir auch schwer vorstellen. Ihr braucht die Gasmaske jetzt, gell? Aber wegen diesem... Müssen wir in diese Spalte rein oder nur drumherum? Nee, außen rum. Drumherum, okay. Wartet mal ganz kurz, ich bin nicht so schnell. Simon, hier ist noch ein Rucksack von dir. Ah, der ist von mir. Okay, den nehme ich. Ich bin schon da. Oh, lol. Nimm dir den cool. mal. Das sind infizierte Larven. Ja. Da unten. Oh, die explodieren, die Sachen. Vorsicht, die explodieren, ne? Rennt einfach von den Gegnern weg. Ah. Oh, my life be like. Oh, da ist Raw Science. Oh, guter Punkt, Simon, mit dem Fliegi. Oh, 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 oh. Angegriffen. Achtung, jetzt ist sehr gefährlich. Der lauft einfach. Lauft einfach. Zu deinem Marker. Okay. Lauf jetzt einfach. Pia, lauf einfach. Ignoriere die komischen Dinger. Hier sind auch zu viele. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, ich bin halt hinter euch. Ich kam halt nicht nach. Ja, wir können leider auch nicht warten. Dafür ist es einfach zu giftig.
Hier ist ein Eingang. Oh, wir brauchen einen Sprengsatz. Wir brauchen eine Bombe. Fuck, immer ist irgendwas. Wir brauchen eine Bombe, um das zu öffnen. Ja, dann lauf mal mit dem Viechchen, das platzt. Ich hab eine laufende Bombe hinter mir. Da hängt auch was an der Decke. Vielleicht muss man da irgendwas davon... Das ist ein Kaugummi. Ja, okay. Aus wie ein Gehirn. Ach lol, das war einer ihrer ersten Filme. Lustig. Ich glaube tatsächlich, wir müssen diese Hammer Stufe 2 kaufen, erstellen. Das heißt, wir brauchen Blaubeeren und eine Bombe. Und die Gasmaske kann man hier auch wieder ausziehen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind irgendwie ganz... Ja, aber wir sind fast bei dem Supertech-Chip im Süden. Genau, da brauchen... Ah, dann können wir vielleicht gucken, ob wir da weiterkommen. Ja, dass man vielleicht erst den holt, ne? Wir sind an der Bank jetzt durch und dann müssen wir eigentlich nur weiterlaufen. Genau. Hier mal gucken. Ich markiere mal. Warten wir mal auf Pia. Ja, gerne. Hier hängt auch ein Wassertropfen. Hast du einen Stein parat? Ah, ich habe einen. Ich kann den sonst auch einfach hier runter machen für dich. Oh, das ist aber nett. Dann gucken wir mal, ob wir an den anderen rankommen. Ansonsten für den anderen brauchen wir eine Bombe und Hammer Stufe 2. Hast du auch Durst, Pia? Da ist noch Wasser. 2 Tropfen sind da sogar. That tastes really good. Geht nicht auf, oder? Scheiße. Nee. Versperrt. Wart ihr schon am Teich oder der Hecke? Ja, haben wir beides schon hinter uns. Jetzt ist das Nebellabor am Start. Aber wir kommen nicht rein. Wo ist denn mein Marker nochmal? Ich sehe den gerade gar nicht. Ich glaube ganz in der Nähe. Wo ist denn der Marker? Ah, da. Hier. Hier muss der Chip sein. Das heißt, wir müssen... Oh, ich bin gemutet gewesen die ganze Zeit. Ich dachte, warum redet ihr nicht mit mir? Ich rede mit euch und denke mir so, okay, ich bin offensichtlich nicht lustig. Niemand lacht. Keiner hört was. Kein Ding. Also ich glaube, wir müssen leider tatsächlich eine Bombe bauen und diesen Hammer Stufe 2 machen. Ich, was ich vorhin die ganze Zeit gesagt habe, wo ich nicht wusste, warum ich mich ignoriert, die Dinger explodieren doch. Also, ja, das haben wir gehört, dass du meintest, einen dahin locken. Aber ich glaube, wir brauchen eher eine Bombe. Wir müssen eine Bombe bauen. Aber ich glaube, wir müssen einen von denen töten, weil wir dann vielleicht was kriegen, um Bomben zu bauen. Ja, ich glaube, wir müssen noch Raw Science. Schwarze Ameise! Die ist gar nicht so schwach. Nee. Ja, jetzt nicht entkommen lassen. Jetzt aber auch. Jetzt reicht's auch. Komm. Da hinten gibt's eine kranke Asse. Jetzt guck dir die scheiß Ameise. Die muss jetzt sterben. Stich. Okay. Oh. So, dann lass mal die Assel da hinten noch killen. Gegen die Assel ist stark aufbrechen und scharf. Also wir wollen einen Hammer oder einen Dolch nutzen gegen die. Okay. Ach du Scheiße. Ist sie stark? Nee, die hat aber nur scheiße viel Leben. Au. Rollt sich das Ding einfach mal so ein. Okay, Angriff. Mit einem Dolch kommt ihr gut durch. Speer ist auch gar nicht so schlecht. Okay, die heilt sich scheinbar, wenn sie sich einrollt. Das hat wehgetan. Ich möchte echt anfangen, Heiltränke zu machen. Ja, auch für Ausdauer, ne? Dann brauchen wir so ein Smoothie-Station.
Aua. Wie kriegt man denn Energie zurück? Essen hilft da nicht viel. Ja, aber da brauche ich ja Heilsachen, ne? Die habe ich natürlich. Nee, ich meine, die Assel soll aufhören, sich zu heilen. Ach so. Hab ich dich angeschrien. Ja, das passt. Ich... Oh, kann mich jemand wiederbeleben? Ja. Warte, ich lenk die ab. Kannst ihn holen. Aufstehen, Max. Aufstehen. Warum habt ihr keine Heilverbände? Weil wir auf Hardcore-Modus spielen wollen. Das ist der Dark Souls-Modus, den wir hier gerade testen. Ah, für uns nur die härtesten Sachen. Scheiße, schon wieder tot! Genau, weil vor allem dem Simon war sonst langweilig. Bei ja, weil er die ganze Zeit verendet. Hier schleift mich durch. So, immer gut. Blocken, ne? Holt euren Speer oder so. Ja, ja, ich hab meinen Speer da gerade drin. Denk ihn mal zu mir ab, weil ich hab ja ein Schild. Au, fuck. Heisen. Well, Dankeschön. Na komm jetzt! Vor allem die Assel ist schon krank. Die ist noch nicht mal fit. Die war schon krank von Anfang an. Alter, ja, die hat nicht mal, ich meine damit, die hat nicht mal ihren besten Tag. Und die macht so, das trotzdem so alle. So. Die hat nicht mal ihren besten Tag. Oh, Moment, wer liegt denn da so verendet? Oh, shit, ich liege da. Ich will dich. Moment, Willow. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kannst du sie ablenken, die Assel? Danke, danke, sehr gut. Nein! Ja, die... ja, ja, du standest direkt daneben. Oh, vielleicht Gott, jetzt erstmal Gnu, warte. Weil die hat nicht mehr ja, so viel Zeit. Ja, ja. Ah, nee, lass die. Ja, jetzt heilt sie sich, jetzt kannst du machen, schnell, die heilt sich, das ist gut. Warte, warum hat's abgebrochen? So. Einer könnte mich, ich habe noch 15 Sekunden. Gib mich. So, warte, ich kill sie. Mach weiter. 10 Sekunden. Sie ist gerade abgelenkt mit mir. 10 Sekunden, 5 Sekunden, 8 Sekunden. 7 Sekunden. Heilt sie sich. Ja, vielleicht haben wir Glück und die heilt sich gleich. Wo bist du? Oh nein, scheiße. Nein! Ich will nicht hinlaufen. Das war blöd. Kacke. 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 Ich will da nicht hinlaufen. Wollen wir uns denn vorher irgendwie Rüstung holen oder sowas? Ich habe das Gefühl, dass also wir hier nicht wirklich weiterkommen. Ich muss da jetzt hin, weil... Nee, ich habe meine Axt im Inventar. Okay, dann ist alles gut. Ich würde halt gerne so viele Sachen vorbereiten. Also was wir eigentlich jetzt halt gelernt haben, ich weiß nicht, ob man den Rucksack jetzt holen muss, weil was ist da drin? Nichts. Also ich muss doch, ich glaube, ich habe so geile Sachen drin. Jetzt davor in die Kiste packen sollen. Ich hole kurz meinen Rucksack. Aber ihr braucht den nicht mit, wenn ihr nichts Wichtiges im Rucksack hattet, weil... Ja, ich gehe mal mit, ich weiß es nämlich nicht. Wir brauchen ja so gesehen jetzt einfach nur diese Hammerstufe 2. Wir müssen gucken, wie wir eine Bombe bauen. Okay. Also somit öffnen wir das Forschungslabor. Weiß jemand, wie man eine Bombe baut? Können wir das schon? Müssen wir irgendwas raw sciencen? Weil ich glaube, ich habe in meinem Rucksack Sachen, die wir auf jeden Fall sciencen müssen. Also ich glaube, nach dem Satz bist du auf jeden Fall auf irgendeiner Liste der USA. Die kontrollieren das sicherlich. Ja, ich glaube auch. Du bist auf jeden Fall jetzt irgendwie abgespeichert. Schnell eine Bombe bauen, Leute. Ja, ich bin auf jeden Fall hinter dir und... Ach, jetzt doch nicht. Folge mir. Gnu? Ach so. Ja. Das Nebellabor soll übrigens laut Chat hier unten drin sein, in dieser Ritze. Und wir könnten jetzt schon dahin. Also sobald... Echt? Also das hat der Chat gesagt, ich gebe das nur so weiter. Okay. Das wäre ja vielleicht eine nächste Rucksack Mission. Dann machen wir das. Aber da muss dann Pia Rucksack auf jeden Fall auch dabei sein. Okay. Ja. Seid ihr schon wieder auf dem Weg dorthin? Ah, ich habe ja gar keine Maske jetzt, die da war im Inventar. Aber das müsste trotzdem... Doch, die ist sein. Seid ihr jetzt einfach wieder dorthin gelaufen quasi? Ja. Alter, wir hätten uns Verbände machen sollen. Scheiße, ich bin schon wieder halb tot. Alter! Ja, hol du mal deinen Kram, Gnu. Ist nicht schlimm. Ich hatte nichts mehr. Ich habe auch leider vergessen, die Gasmaske aufzusetzen. Ja, das ist halt extrem wichtig, weil ihr dann sonst... Nice and safe. Tja. Oh Mann, ich hasse es hier so sehr. Ja, die Wege stören mich jetzt auch gerade ein bisschen. Einfach alles toxisch.
Nicht in der Ritze, sagt der Chat, sondern... Das ist die Gesellschaft nach Corona hier. Ja, Post-Corona-Gesellschaft. Also es ist wohl doch nicht in der Ritze, sondern aber in dieser Zone ist es. Aber das hatten wir ja schon gefunden dann, den Eingang. Ja. Okay. Bärenleder und Baumwarzenbrocken. Ich habe Raw Science gefunden. Hey! Oh, Stinkepfeile bauen. Das ist ja cool. Oh shit. Ich bin in die Ritze gefallen. Nein. Ich will da auch nicht hin. Diese dumme Wanze, ey. So. So. Die Wanze greift ihr an, auch wenn man ihr nichts tut? Die Wanze, glaube ich, schon, ja. Die Wanze schon, okay. Diese Amsel, glaube ich, nicht. Erstmal Sachen kochen. Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall Verbände mitgeben. Da können wir mal einige von bauen, ja. Das wird sich lohnen. Ja, ich habe ein paar gemacht quasi. Oh, man könnte sogar eine Trinkflasche aus dem Arm machen. Das ja, das, alles das war wichtig, geil. Dass ich das geholt habe, ey. Das war wichtig. Dann komme ich mal zu euch zurück. Es gibt einen Magenschleimer, den man bauen kann. Der riecht fast genauso eklig, wie er aussieht, aber er macht immun gegen Gasschaden. Das ist nice. Ich habe ganz viel zum Raw Science und ich hoffe, ich überlebe jetzt und komme zu euch, weil dann gucken wir mal, was da rauskommt. Vielleicht ist da was dabei. Oh, Alter, diese Giftspalte ist super pain in the ass, wenn man da einmal reinfällt. Die Giftspalte. Da sind nur diese spratzenden Viecher drin. Mhm. Oh. Wo ist denn unsere andere Basis? Wie kann man sich die denn anzeigen lassen? Ich okay, finde das doch nie wieder. Okay. Wahrscheinlich hier, oder? Oh, ich gebe auf. Ich komme jetzt auch zu euch. Irgendwas entdeckt? Oh, jetzt wird es ja auch noch dunkel, ne? Ich hoffe, ich schaff's zu euch. Hier ist ein Hamster begraben. Echt? Ja. Alter. Weiß ich jetzt nicht, ob das ist, was ich finden möchte. Ein Hamster, der begraben ist seit 4 Jahren. Ich wollte es ja nur sagen. Ich will ja nur. Er ist da. Also wenn ihr mal einen braucht, wenn ihr mal ein Hamstergerippe braucht. Ich wusste nicht, dass er jetzt in dem Spiel verewigt ist. Mit seinem Hamster. Der Hamster. Wo mache ich nochmal dieses dumme Ding auf, Simon? Das zum Fliegen? Ach so, ich hab's bei mir auf L-Shift, aber du musst es dir auch in die ins Inventory legen. Ja. Aber dann ist es bei mir L-Shift. Ach, kommt der doch rüber? Also du springst und dann musst du einmal noch drücken. Ey, ich komme über diese dumme Giftspalte schon wieder nicht rüber. Ich will doch einfach nur zu euch. Ich bin bei unserer Basis immer noch, ne? Also. Ja, ja, ich versuche auch nur zu kommen, aber ich. Ich mach gerade Binden, also so Verbandzeug. Ja. Die werde ich direkt alle aufbrauchen, wenn ich komme. Ich muss hier weg.
Es gibt halt richtig coole Sachen, die man machen kann, um sich auch selber dazu helfen. In Form von so Verbrauchsgütern. Es gibt auch eine Kiemenspülung. Dann kann man unter Wasser atmen. Lustig, eine Kiemenspülung. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich bin gleich bei euch. Yeah. Ach, ich bin endlich zurück in der kleinen Basis. Hallo. Wie viele Leben hast du? Ja, ich 75. Ich packe dir da mal ein paar Verbände rein. Boah, ich habe so viel zum Sciencen. Aber wo? Hier? Da sind ja auch Kisten, ja. Danke. So, werde sehr. Essen gibt's auch, falls ihr hungrig seid. Ich habe Essen aufgesetzt. Ja! Oh, das ist so schön. Du kümmerst dich wenigstens. Was kommst nach Hause. Nein. Na, du bist mehr die Kriegerin. So, du bist mehr so auf Expedition. Hier in der ersten Truhe ist noch mehr Essen drinnen. Gekochtes. So, ich raw science mal. Schaut mal, dass das jemand von euch auch nimmt, damit es nicht schlecht wird. In der ersten Kiste? Nee. Ja, genau. Ach, die Basen muss ich mir auch mit Schildern markieren. Raw Science, let's go! Mach doch mal, ey! So, Bratwumms, das ist die Bombe. Ah, ja! Es ist die Bombe! Ja, dann lass doch die direkt mal bauen und dann können wir da zu dem Ziel. Dann schaffen wir vielleicht noch den Eingang. Ja. Und nochmal. Eine Heilbombe. Mehr kann ich gerade nicht. Schwarze Ameisenkörper müssen wir noch raw sciencen. Ich komme kurz zurück und pack mal die ganzen Sachen in die Kiste, dass wenn ich sterbe, dass man es liegen lassen kann. Okay. So, was brauchen wir denn für die Bombe? Bombe, also ich schaue gerade. Rotes Ameisenei. Ich schaue gerade durch die ganzen Sachen, die man bauen kann. Und ich glaube, wenn ich dieses Spiel alleine spielen würde, dann würde ich echt gar nichts tun, außer Base bauen. Haben wir noch Seidenseile? Ja, ganz viele. Aber die müssen wir spinnen. Oh, scheiße, weil ich könnte nämlich einen Dolch für uns bauen, der richtig krass ist. Kannst du nicht von hier aus drauf zugreifen? Nee, leider nicht. Ja, ich kann halt, also ich kann in die andere Base gehen, sobald es hell ist, und kann die Sachen zusammensammeln, die du brauchst. So viel Speere, ey. Danke an dieser Stelle an Louistar, an den langen Lachs und Mr. Hicks und Brotonium, Domidian, Olaf, Retri. Bei denen könnte man eine machen. Menge Leute, danke fürs dabei sein. Ja, und Bärenleder brauchen wir auch noch, weil den Hammer 2 brauchen wir auch. So. Jawohl. Wollen wir schlafen? Okay, dann gehe ich da auch mal hin. Kannst du ein Restaurant Kino empfehlen? Fragt der lange Lachs. Naja, ich empfehle dir auf jeden Fall das Man War. Wenn du Bock hast auf ein Hotpot-Restaurant, dann geh zum China-Restaurant Spicy, bevor sie umziehen. Das geht noch genau diesen Monat. Und ansonsten Kino gibt's genug, musst du gucken. Zum Trinken. Stimmt. So, für die Bombe. Ihr wollt von hier wieder losgehen, ne? Ich habe keine Zeit, nochmal ganz kurz rüberzulaufen und Sachen zu holen. Können wir machen, weil ich eh auch nichts habe, aber ja, wie du meinst. Wir brauchen halt Insektenhammer, weiß nicht, ob wir den jetzt dringend brauchen. Ich würde sagen, dass wir jetzt halt gucken, dass wir die Bombe bauen, um das wenigstens heute mal zu öffnen, oder? Ja, das wäre schön. Wir haben ja noch eine halbe Stunde, das wäre ganz gut. Genau. Also rotes Ameisenei, wo kriegen wir? Wir müssen wahrscheinlich in diesen Ameisenbau rein, der ist direkt hier zu erreichen.
I've had worse, I guess. So. Habt ihr Bock? Ja, ich muss auch nur gerade nochmal. Wo ist denn der? Gerade nochmal was essen. So, ich packe auch mal ein paar. Ich will ein paar Sachen jetzt eigentlich nicht hier reinpacken. Ich habe das mitgepackt, damit ich sie rüberbringen kann. Das ist das. Ja. Aber wir können erst Ameisenbau machen. Ja, dann können wir nämlich die Bombe mal aufplatzen. Dann haben wir für die Folge das wenigstens geöffnet. Mhm. Voll. Ja, wir haben ja trotzdem einiges erreicht, ne? So ist ja, es ja voll. Nicht. Find schon. Absolut. Wo ist denn der Ameisenbau? Der war doch irgendwo hier. Ich habe das doch. Ich glaube, der ist eh in Richtung altes Lager. Kann man das nicht irgendwo hier sehen? Das Lager ist in die andere Richtung. Ja, ich guck. Ja. Wo war denn der? Ist nicht dort. Ups, da ist unter Wasser. Upsi. Ach stimmt, ich kann noch zwei Sachen erforschen. Das mache ich noch schnell. Kann jemand mal auf der Karte irgendwo sagen, wo der Ameisenbau ist oder wo wir diese Ameisen-Eier herkriegen? Boah, ich war da noch nie. Okay. Ich habe leider keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall eine Ameise. Soll ich einmal den Ameisen nachlaufen? Yeah. So. Ah, Spinne. Natürlich. Spinne. Richtung Nebellabor, andere Richtung. Wo war das Nebellabor? Ach so. Nebellabor also hier, ist ne? Unten in der Giftgasgeschichte. Also irgendwo. Da war dieser hier. Eingang. Okay. Also da lang. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde. Ich glaube, dass die es aber nicht geil finden werden. Hey, no one likes it. Safe nicht. So. Brauchst du noch irgendwie Support, Gnu? Soll ich da mal vorbeikommen? Weil ich bin in der Nähe. Ja, das wäre lieb. Okay, vielleicht komm. Findest du nämlich, hier muss irgendwo so ein Hügel sein. Da sind die alle drin. Ich glaube, wir haben uns bisher, aber stimmt, da ist ein Ameisenhügel irgendwo. Aber wir haben uns auch bisher wegen den Spinnen ja noch gar nicht reingetraut. Ja. Irgendwo hier im trockenen Gras, wo ich bin. Danke, Leute. Ich glaube, ich hab's sogar, oder? Und von da unten durch den Spalt kommen wir etwa auch schon rein, oder wie? Hm. Ich bin bei deinem markierten Punkt, aber du bist woanders, oder? Du bist gar nicht da. Holy shit, die eskaliert ja richtig. Ich bin's wieder bei dem Giftfeld. Science. Oh fuck, kannst du mich holen? Oh mein Gott, hier ist sogar ein verspulter Ladybug. Ja, Shit, jetzt sehe ich dich plötzlich. Naja, ich laufe auf jeden Fall in die Richtung, aber ich bin auch gerade, ich werde verfolgt. Ich versuch's, aber es sieht nicht gut aus. Ich will da nicht nochmal hoch. Ach scheiße. Nee, ich schaff das nicht. So. Oh, und da ist ein Tennisball. Genau, da war ich auch. Ein anderer Ball, aber ein Ball. Baseball. Hattest du den Ameisenbau jetzt gefunden oder war das. Nee, aber der ist irgendwo da im trockenen Gras, aber nicht da hochgehen, wo ich bin. Okay. Sondern. Nicht da hochgehen, wo du bist? Nicht da hoch, aber im trockenen Gras ist irgendwo der Ameisenbau. Aber ich bin da, wo du stehst. Genau da, wo du bist. Ich bin auch gestorben. Achso, aber da ist okay. Aber nicht, wo mein Rucksack liegt. Also seht ihr eh nicht. Also wir brauchen ja als nächste Session müssen wir mal bessere Rüstungen machen. Das nervt nur noch. Ja, ich möchte. Man hält ja wirklich keinen Kampf mehr aus. Ich muss mir so Verbände und so machen und Suppen vorbereiten. Es gibt halt so viel. Ich habe richtig Bock drauf, das zu machen. Ich glaube, es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn ihr mich bei diesen Missionen einfach zu Hause lässt. Und nein! Du musst auch mitkämpfen. Ja, aber ich bereite die Sachen dann vor, weil dann könnt ihr weiter quasi explorern und ich bereite die Sachen vor, weil so laufen wir halt immer undergeared, ja, mal rein ja. Und spielen 10 Mal. So, das ist. Ja.
Weil es gibt ja auch für alles was, ne? Also wir könnten theoretisch gesehen, wir haben sogar fast alles dafür, könnten wir auch diese Dinger machen, dass wir keinen Gasschaden zum Beispiel bekommen. Dann wäre das ja alles harmlos. Ja. So, da wo ich bin... Scheiß Rucksack jetzt? Ach, da unten. Angeblich soll da wo ich bin der Ameisenhaufen sein, aber ich... Mal, auf der Karte ist ja nicht sogar markiert. Baseball, Forschungsstation. Uff, uff. Ein Ameisenhaufen wäre ja auch irgendwo unten drin, oder? Ja, denke ich auch, ja. Jetzt verpisst euch! Hier ist halt kein Eingang. Hier sind nur Pilze. Ach, die nerven doch. Ich finde es halt so viel dann irgendwann. Es ist einfach nur noch nervig. Was scheiße. Ach, da sind Spinnen unten drin. Yes. Das ist ja toll. Die kann ich ja eigentlich alle looten hier, ne? War eigentlich gar nicht so dumm. Ah, du wirst da hinten beschossen. Weil ja. Ich nicht aufgefallen. Ich hab schon mitgekriegt. Ist der Ameisenbau vielleicht hier in diesem Loch? Ich glaube, der war irgendein Hügel. Ach, das ist ein Hügel. Dann ist es vielleicht wirklich eher oben. Komm mal rum. Mein Chat sagt, wir sind falsch da, wo wir sind. Ja, dann sagt uns, wo wir richtig sind. Das hilft uns mehr. Wo muss ich denn, in welche Richtung muss ich denn? Scheiße, ich glaube, ich habe ein Problem. Was denn? Ich bin irgendwo in ein dummes Loch gefallen und das ist gerade nicht so geil. Ich will hier raus. Nein! Nein! Hier sind wir quasi gerade. Das erinnert mich so an The Last of Us hier irgendwie. Boah, das klingt nicht gut. Ja, diese... Da links Nein. ist auch die Richtung quasi. Diese Viren, ne? Diese Pilzdinger. Ah, shit! Auch ja, genau so, wo ich gerade bin, diese Sporen. Da, wo der Chip Sporen, ist, im genau. Nordwesten. Da oben, da bei dem verlorenen Burgelchip, das da. Dankeschön, Chat. Nein, ich will hier doch einfach noch raus, verdammte Scheiße! Nerven liegen blank. Oh, ich glaube, ich werde sterben, Leute. Ich habe so viele tolle Dinge gesammelt. Gib nicht auf. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist eher ein richtiger Rotz. Hier gibt es keine Möglichkeit rauszukommen. Liegen lernen. Kann ich hier bitte raus? Die nächste Evolutionsstufe, Gnu. Lass dich Flügel wachsen. Es gibt keine Möglichkeit, hier rauszukommen. Was ist das für eine Scheiße? Ist mal wirklich jetzt. Wo bist du denn drin? In so eine Kackspalte rein und ich komme nicht mehr raus. Oh Gott, leck mich am Arsch. Dreck. Hab jetzt voll viel zum Looten, ey. Geil. Ich glaube, ich habe einen Ameisenhügel gefunden. Oh nice. Zumindest ganz viele Ameisen und hier ja, ist ganz viel Erde. Sehr, sehr gut. Ich komm zu dir. Hier ist auch ein Erdhaufen, hier ist auch so ein Stinkekäfer. Sehr gut. Ja, sehr gut. Da ist eine rote Tigerameise. Die sind groß. Schon mal so als Vorwarnung. Ja. Geil. Ich mach mal kurz hier und das hier. Und hier rein. Ist irgendwo der Eingang rein, aber den Eingang Könntest rein. Könntest du auf der Karte mal markieren, dass ich es auch sehe, weil ich bin noch ein bisschen weiter weg. Okay, cool. Ich hab's markiert, aber ich stehe auch direkt da drauf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genau ja, dahin müssen. Nice. Ja, ihr seid noch 500 Zentimeter entfernt. Also für euch, dass ihr schon mal Bescheid wisst, Ameisen finden euch massiv scheiße, wenn ihr hier seid. Stinkekäfer finden euch auch massiv scheiße, wenn ihr hier seid. Also wie im echten Leben. Ja. Hm. Das wird lustig.
Jetzt verstehe ich, dass du lieber zu Hause bleibst und alles baust. Das würde ich offen gesagt auch gerne machen. Die haben halt, also die haben so rote Kriegerameisen hier. Und die Schwachpunkte sind die Augen. Oh. Also ich bin hier. Ah ja, genau, da ist sie unter mir am Boden. Okay. Hinter dir kommt eine große andere Kriegerameise, die summieren sich jetzt. Ist okay, ich block alles ab, du kannst sie komplett verdreschen. Alter Falter, die gibt ja richtig Gas. Aber die kann man gut mit dem Speer töten. Ja. Sehr gut. So, und dann irgendwo bei den Pusteblumen hat der Chat gesagt, das ist der Eingang. Okay. Mhm. Oh nein, lauf. Ein Stinkbomben-Arschloch. Ja, aber ich habe jetzt eine Maske. Scheiße, also. Ich bin jetzt tot. Nein, nicht tot sein. Gottes Willen, bitte verpiss dich einfach nur. Lass mich in Ruhe, du Bastard! Oh, jetzt bin ich schon wieder tot. Kannst du mich holen? Ich bin auf dem Weg zu dir. Okay, warte, warte, der läuft gerade weg. Aber ah, gut, jetzt tötet der die Ameise, das passt. Also ich laufe, ich sehe dich sogar. Ja, okay, ich müsste es noch schaffen. Sofern dieser Stinkekäfer abhaut. Ich komme von weiter aus. Ja, der bringt kurz die Ameise um. So, jetzt rennt er da hinterher. Sehr gut, jetzt kannst du. Er ist gerade abgelenkt. Oder auch nicht. Nein, oh, jetzt nein. Hat er den Dings. Einer muss ihn. Komm, ich kite ihn hier mal und locke ihn weg. Er geht nicht weg. Er geht nicht weg. Die Ameisen am Eingang spawnen endlich. Der ist schnell, ich habe noch 5 Minuten. Gasmaske an, schnell, 5 Minuten. Nein. Nein, scheiße, nein. Oh Mann, ey. Sie lebt noch. Er lebt nicht mehr. Au. Ich habe hier einen Mixer Turbo angemacht. Weiß nicht wofür. Aber Musik, Mr. Turbo. Ja, ich habe dieses komische. Ich habe so ein Ding gefunden, das habe ich angemacht, so ein Gerät. Und das lädt sich jetzt irgendwie auf. Die Musik ist auch so bedrohlich. Wie viele sind denn das? Genau, die spawnen unendlich, diese dummen Ameisen. Da muss man einfach rein. Nee, ich rede nicht von den Ameisen, ich rede von den Stinkekäfern. Oh nein. Aber wir müssen echt einfach rennen und die ignorieren. Ja, ich weiß, ich habe den Eingang halt noch nicht gefunden, deswegen bin ich noch nicht drin. Ich weiß nur, dass das der Ameisenbau ist, aber ich weiß nicht, wo. Boah, die töten gerade alle diese Wanze, ne? Die haben gerade voll den Bossfight. Okay. Ich hab wieder meinen Scheiß. Okay. Wo seid ihr? Rohwissenschaft in Konzentrate verwandeln. Also, irgendwas kann dieses Mixer mit unserer Science machen. Aber leider ist er kaputt. Ich markiere ihn mal. Ich bin gerade direkt am Eingang vorbeigelaufen. Hier, Gnu, guck dir den mal an, nur damit du den einmal gesehen hast. Hier, das Ding hier. Du bist ja, ja gerade dran vorbeigelaufen. Das wollte ich auch gerade anmachen. Ja, der ist leider kaputt. Meine sind gerade direkt vorbeigelaufen am Ameiseneingang. Ja, ich suche gerade auch. Hier wahrscheinlich, ne? Weil die sind auch so viele. Ja, hier ist halt ein Riesenfight gerade. Wo ist dieser Scheiß? Oh Gott, hier ist eine Spinne. Oh Gott, hier geht die Party richtig ab, ne? Hat einer von euch noch die Maske an? Das hört sich irgendwie so an. Ich habe eine Maske angehabt, glaube ich, noch. Ja, ich habe meine auch noch an. Mal da in den Eingang nicht. Okay, da ist noch eine Spinne. Geil. Geil. Also, ich weiß auch nicht, wo der ist. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ah, ich hab ihn. I got it.
Da wo du bist, hier, sollen wir hin? Okay. Ja. Oh ja. Okay, da will ich aber eigentlich ungern rein, allein. Leute wollen... Ich seh's. Ich finde das auch nicht geil, ne, dass wir da rein wollen. Leute, kommt ihr schnell? Warte mal, bevor wir wieder überall reinrennen, wollen wir vielleicht ein Bett platzieren? Ja, ich kann gerade nicht, aber wir sind nicht weit weg vom Lager. Ja, aber es ist eine gute Idee. Ich werde mal versuchen, hier eins zu bauen. Und die greifen mich jetzt gerade alle an. Ich geh jetzt rein. Geh rein auf jeden Fall. Ich versuche mal eins zu bauen hier. Mir fehlt halt nur noch ein Kleber, dann hätte ich eins fertig. Wo sind die Kackeier? Ah, ich habe gar nichts. Okay. Kein Kleeblatt, kein Sprössling. Ich komme zu Gnu und schaue, ob ich da auf dem Weg noch eins platziert bekomme. Autschi, das hat Schaden gemacht. Alter. Oh, vielleicht kannst du mich heilen. Ich liege direkt bei Gnu. Ich habe ein Ei. Jetzt drehen die alle durch. Oh mein Gott. Schaffst du es noch zum Ameisenhügel? Ich probier's. Okay. Ich bin da bist du ja. Cool. Die hassen uns alle. Ja, die sind gerade alle mir im Arsch. Ich habe jetzt aber zwei Eier. Gnu mehr als uns. Weil Gnu die Eier hat. Gnu hat die Eier. Ich bin sowas von RIP. Oh shit. Ja, warte, ich kann dich gleich wiederbeleben. Sobald du stirbst. Ich bin noch nicht gestorben. Ja, ja, ich sehe, aber das sieht nicht so. Das sieht nicht gut aus. Oh, von shit, hier. Ach Quatsch. Verbände retten einen. Oh, ich habe einen Rettungschip gefunden. Nein, ey, du machst hier die ganzen Punkte. Bist du noch in dem Hügel drin? Ja. Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich muss gerade gucken, ob ich rauskomme, weil ich habe jetzt die Eier geklaut. Ja, du läufst richtig. Du läufst richtig. Ich sehe dich am Eingang. Du läufst auf jeden Fall richtig. Jetzt. Bitte Tageslicht. Ja, ja, aber es sieht so aus, du läufst im Kreis, ne? Aber du läufst, glaube ich, nach oben. Ja, jetzt müsstest du eigentlich da sein. Oh, shit. Ich habe ganz viel Eier geklaut. Mein Inventar ist voll und meine Ausdauer ist leer. Oh, du bist immer noch nicht oben. Ich bin im Eingangsbereich. Also ich bin ja auch gleich tot. Oh ja. 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 Gut, hau ab. Lauft. So, wohin? Wo ist unser Lager? Egal, einfach nur erstmal weg. Geradeaus ist schon mal nicht verkehrt. So, erstmal 10 Kinder geklaut. Das war auf jeden Fall ein guter Raubzug. Und die brauchen wir für die Bomben, ja? Wo ist unser Lager? Ja. Lager ist... lass mal gerade gucken. Oh, wir können nicht gucken. Hier, oder? Die sind uns nämlich auf den Fersen. Ah, das Tic-Tac. Ja, aber dann sind wir hier in der Nähe. Hier, da vorne, 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 vor uns. Das ist das große Ding. Aus Ameisenbabys bauen. Yes. Lass mal Raw Science'n. How many aphids is that? I hate it. Nimm ruhig, ich habe noch ganz viel im Koffer. Ich warte drauf, ich habe nämlich auch noch was im Inventar, was ich reinpacken möchte. So, ich raw science mal. So. Oh, der war, glaube ich, genau, der eine war noch nicht durch. Jawohl. Ah. Ja, so fühle ich mich gerade auch. So, dann bauen wir kurz die Bombe und dann explodieren wir das. So. Geil, erstmal braten. So, Bombe, let's go. Yay, we got. Braucht ihr noch Wasser? Hier ist ein Wassertropfen. Ich brauche generell einfach Leben. Oh. So, ich muss einfach was essen. Er ist weg. Ja, das ist leider. Er ist jetzt Schmodderwasser. Na gut.
Das Spiel ist ein bisschen wie Ark, ja. Nur, dass wir klein sind und in dem Hintergarten statt in einem Uhrzeit. Ja, genau. Ja, ansonsten ja. Genau dasselbe. Aber die Monster sind in etwa, ich würde sagen, gruseliger. Bei Ark hatte ich nie solche Angstzustände. Wir sind Mini quasi und versuchen wieder groß zu werden. Das ist unsere Aufgabe. Wäre es für euch okay, wenn wir die Bombe beim nächsten Mal machen, weil bis wir da sind und ich muss um Punkt 14 Uhr eine Aufnahme sein. Ach so, das ist okay. Ja, auf jeden Fall. Dann wieder nächsten Freitag? Gerne. Ja, müsste ist das klappen noch? Bei mir jetzt. Ja, also. Ist das noch dieses Jahr? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Nee, nächsten Freitag ist das... Nee, noch nicht. Noch kein Januar, okay. Ja, cool. Da haben wir doch gut gemacht. Ja, finde ich auch. Ich bin stolz auf uns. Jawohl. Oh, dann lege ich mich ins Bett schön. Oh Gott, ey, das war eine stressige Folge. Ja, das war wirklich, da ist viel passiert. Okay, vielen Dank, Leute. Macht's gut. Ja, ich danke euch. Danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch. Danke. Tschüss. Habt eine schöne Zeit. So, Leute, das war die wöchentliche Gnu und Pia-Runde. Wir hatten Angst vor Spinnen. Wir haben gekämpft mit Ameisen. Wir haben sogar den alten Stinkekäfer gelegt. Und jetzt bin ich aber auch schon wieder seit 7 Uhr wach und seit 9 Uhr im Stream. Jetzt höre ich erstmal wieder auf. Hatten wir heute auch schon ganz gute 5 Stunden. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, auf YouTube findet ihr immer die neuesten Videos. Da packe ich immer alles hin. Da kommt dann jetzt auch natürlich Grounded hin. Da kommen aber auch die anderen Geschichten wie Fable, die ich heute Morgen ja schon angefangen habe, die kommen da auch hin. Hast du V-Sync bei Grounded an? Nein, weil wenn ich es anmache, habe ich manchmal hier so ein Flackern oder habe ich Probleme mit dem, Bildzeilen. Da kommen dann so schwarze, verrissene Balken. Obwohl ich hier schon rumgestellt habe. Beim nächsten Mal gucke ich vielleicht mal, ob es mittlerweile wieder geht. Es war auf jeden Fall schön. Ich wünsche euch ein frohes Fest, liebe Menschen. Und wir sehen uns dann morgen auch schon wieder. Morgen bin ich mittags auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen dabei. Nochmal so ein bisschen Weihnachten. Mal gucken. Also wird schon morgen nochmal irgendwann was geben. Wann genau, wie genau, weiß ich noch nicht. Aber dann spielen wir, nehme ich an, einfach Fable ein bisschen weiter. Oder ich finde noch irgendwas Weihnachtlicheres, wie zum Beispiel diese eine Hitman-Mission. Die könnte ich mir jetzt eigentlich gleich mal runterladen. Okay, das war's. Wo wollt ihr hin? Was möchtet ihr als nächstes sehen? Habt ihr einen Raid-Wunsch, zu dem ich euch schicken könnte, dann würde ich das natürlich nur zu gerne machen. Gnu ist noch beschäftigt, Chuyoka könnte ich euch natürlich auch gerne hinschicken. Wirt, machen wir direkt. Pixel Wirt spielt Vampire Survivor und ihr, wenn ihr überlebt, wenn ihr den Raid überlebt, dann könnt ihr jetzt auch bei ihm gleich mitgucken, wie er es spielt, wie er es schafft, wie er wahrscheinlich auch glänzt, rein spielerisch wieder. Und ja, danke, dass ihr alle da wart. Es freut mich sehr. Schön, dass ihr jetzt auch mit dem Wirt einen Restabend, Nachmittag verbringt. Ich werde jetzt erstmal ein paar Insta-Stories machen, die noch gemacht werden müssen. An dieser Stelle, wenn ihr Bock habt, kann ich kurz mal einen kleinen Shoutout geben. Mache ich sogar sehr gerne. Ich mache ja die letzten Wochen und auch jetzt noch bis Januar mit der DKMS, das ist die Deutsche Knochenmarkspende, mache ich so eine Creators-Aktion. Und zwar müsst ihr da einfach nur mal auf meinen Insta-Kanal gucken oder auch hier vielleicht auf den Chat achten. Und zwar könnt ihr da, wenn ihr dort mitmacht, als Influencer, als Content-Creator, könnt ihr euch dann anmelden und eure Community mitziehen. Und es ist am Ende eine schöne Sache. Ihr kennt das ja mit den Stäbchen. Man schmiert sich so ein bisschen am Mund rum und dann schickt man das zurück und dann kommt man in eine Kartei. Das hilft Menschen, die Probleme mit Blutkrebs haben, kann es helfen, sagen wir es so. Und deswegen ist das eine sehr gute Sache. Und wenn ihr Bock habt, dann geht doch einfach auf Insta und helft mir da ein bisschen mit. Wenn ihr einen Creator kennt, der vielleicht Bock hat, 4 Leute haben sich bisher gemeldet, 4 Creator. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr. Es wäre schön, es geht noch bis zum 8.1. Und der Gewinner, beziehungsweise der Creator, der am meisten Leute animiert, der wird gegen mich zocken, mit mir zocken. Mal gucken, mit mir zocken ist immer auch gegen mich zocken, also wahrscheinlich beides. Registriert seid ihr schon. Gut, und jetzt seid ihr auch für Pixelwirt. Wollte ich gerade sagen, aktiviert. Und da haben sie schon, wurden sie schon auto-geradet. Damit sind wir jetzt noch alleine und ich hoffe, ihr habt schöne Zeit gehabt. Wie gesagt, DKMS, guckt es euch an. Ist egal, ob ihr bei dieser Aktion jetzt mitmacht oder nicht. Wenn ihr Creator seid, macht doch bitte mit. Wenn ihr es nicht seid,
lohnt es sich natürlich trotzdem, sich anzumelden und sich ja, testen zu lassen. Und deswegen packe ich am besten hier jetzt in den Link unten, also in die Beschreibung nochmal den Link zu dieser Geschichte. Da könnt ihr euch, wie gesagt, gerne anmelden. Ich würde mich freuen und ich freue mich aber auch schon, dass ihr hier jetzt mit mir wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!